herzlichen Glückwunsch zur Wiedereröffnung, Maud. Sieht aus, als kämen die Kunden zurück. Danke, Lois. Tut gut, die Leute wieder ausnehmen zu können. Oh, sei vorsichtig, Brian. Offenbar ist der Boden nass. Entschuldigen Sie, ich hab's eilig. Ah! Verdammter Dreck! Oh Gott, geht's Ihnen gut? Tut mir leid. Quagmire, Chris wurde von der Schule suspendiert, weil er einen von deinen schmutzigen Witzen erzählt hat. Oh Gott, Peter, das tut mir leid. Soll ich mit ihm reden? Nein, ich will eigentlich, dass du mir den Witz erzählst. Ja, erzähl uns den Witz. Ihr wollt ihn hören? Na schön. Also, eine Braut lernt einen Typ in der Bar kennen. Und hat sie ihn... P.S. Deine Vagina ist im Waschbecken. Oh, hallo Leute. Peter, was hast du da? Gib mir die Schere. Ich wollte doch nur Masken basteln. Dann nimm deine Schere. Die ist nicht scharf. Ja. Was ist passiert? Wo sind wir? Keine Ahnung. Es ist, als wären wir nirgendwo. Was hat deine blöde Maschine gemacht? Jetzt beruhige dich ganz ruhig. Ich hab das Rückreisepad. So, stell dich drauf. Dad, irgendwas stimmt nicht. Jemand ist eingebrochen. Oh mein Gott, sie haben Ruth. Jetzt sind sie, glaube ich, hinter mir her. Okay, Meg, du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Dreh durch. Achte auf keinerlei Details. Hab schlimme Gedanken. Oh, wow, sieh dir das an. Perfektes Timing. Es ist wirklich wunderschön. Alles ist so wunderschön hier. Das ist zum Kotzen. 3 Stunden Verspätung und der Flieger ist komplett voll. Hör auf zu glotzen, du fette Sau. Nimm deine lila Kackhose, dein stinkiges Kopfkissen von zu Hause und deinen Kübel Cola und geh aus meinem Blickfeld. Es ist mir egal, ob du kahl bist, Schatz. Ich finde dich trotzdem attraktiv. Es geht aber nicht um dich. Es geht um mein Selbstvertrauen als Adlerarchitekt. Nur für Adler verleiht ihnen dickeres, volleres, natürlicheres Haar für einen erfolgreichen Adlertag. Sie sind ein genialer Architekt. Sie stricken immer noch nicht ehrlich, Peter. Sie stricken, als würden Sie uns beeindrucken wollen. Das kommt nicht von Herzen, das sieht oberflächlich aus. Danke, das erleichtert mir meine Entscheidung. Ja, so, stricken Sie so. Ich fahre heute Morgen zur Arbeit. Und dann wollte ich einen Kaffee. Und bei mir ist ein Starbucks um die Ecke. Ihr seid wie die Affen im Zoo. Schnell, da liegt was bei uns im Vorgarten. Sieht aus wie ein Stück von einem Tankerlastzug. Wow. Was glaubt ihr, was da drin ist? Vielleicht irgendwas Süßes? Chris, nicht! Lois, Lois, bitte. Lass ihn träumen. Was ist das für ein Zeug? Ich vermute, es ist Atommüll. Ist sonst noch jemandem leicht übel? Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Ich trage diese Maske, weil heute ein Wünsch-dir-was-Kind bei uns im Studio zu Gast ist, das, wie Sie im Lauf der Sendung noch herausfinden werden, einen ekligen Husten hat. Die Lokalnachrichten, Bürgermeister West hat ein... Sehen Sie, das habe ich gemacht. Du siehst heute wirklich gut aus, Chris. Danke, Amanda. Hey, Chris, sag es. Ich hab Stuart Griffins Gesichtsreiniger benutzt. Versuch's mal. Sag ihr die Website. StewieGriffinFacial.com. Nein, das ist was anderes. Es heißt StewieGriffinFacialReiniger.com. Er ist ein liberaler Schnösel, der lügt und Patrioten hasst. Ja, das ist er. Wir sind beide Geschäftsleute, die ackern und Steuern bezahlen. Nur, dass ich 10.000 Mal mehr verdiene als du. Ja, wir sind gleich, sie und ich. Weißt du, Peter, ich könnte einen Normaler wie dich gut brauchen, um unsere Botschaft zu verbreiten. Da wird Joe Workingman mir sicher zustimmen. Schön, Sie an Bord zu haben. Wow, danke, Joe. Sie können auf mich zählen. Als er mich auf dem Ball im Country Club geküsst hat, wusste ich, dass wir für immer zusammenbleiben würden. Lois, ich habe jetzt Lust auf einen Nachtisch. Oh, und einen Kuchen gibt's auch. Oh, Glenn, ich liebe deine Sexwitze und schmutzigen Wortspiele. Deswegen habe ich dich geheiratet. Gehen wir rauf und treiben wir's. Okay. Oh ja, und wir haben alle Brot auf sie geworfen? Ja, vielleicht könnte ich Donna davon erzählen. Oder wisst ihr noch, wie Cleveland mal Slips unter seinen Boxershorts anhatte und wir haben es gemerkt und er hat gesagt, wir sollen es nicht verraten? Vielleicht sagen wir Donna das. Ich glaube, das von Peter ist besser. Okay, aber wir merken uns meins. Das könnte sein Schicksal besiegeln. Ich will... Stewie. Hör zu. Komm schon. Ich. Lass mich. Du. Das ist... Kann ich... Ah, ich hab dich nur verarscht, Mann. Du kannst gehen, wohin du willst. Das war nur ein kleiner Spaß. Warum bist du bloß immer so ernst?
Da wären wir. Washington, D.C. Hier sitzt die Regierung der ehemals mächtigsten Nation der Welt. All die Sehenswürdigkeiten kenne ich nur aus Schulbüchern. Das Washington Monument und das Obama Monument. Und die Vietnamkrieg-Gedenkstätte. Ja, da ist ein Vietnamese, der den Veteranen voll eins reinwirkt. Dumm gelaufen! Dumm gelaufen! Wie sage ich immer, das Beste, was man in Vegas sieht, ist ba, ba, ba. Ja, und er meint nicht die einarmigen Banditen. Stu, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bleib cool, Brian. Wir wetten auf ein Basketballspiel. Das ist alles. Dann sind wir schuldenfrei und können wieder nach Hause fliegen. Mr. Sheldon? Oh mein Gott, ich bin gerettet. Verschwinden wir, bevor Stewie zurückkommt. Meine Beine! Jetzt muss ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl verbringen. Musst du nicht. Lass den Kopf nicht hängen. Diesen Kackjob hattest du nicht nötig. Ruhe, du hast Redeverbot. Du hast alles kaputt gemacht. Wie nett. Ich opfere meine Zeit, um dein erbärmliches Leben aufzupeppen. Und das ist der Dank. Großer Gott, meine Wohnung. Sir, die Ursache für den Brand waren wohl diese Entspannungsduftkerzen. Ha! Ironie des Schicksals! Bürgermeister West! Hi, Lois. Ich wollte Peters Schmuckperlen-Bastelset zurückgeben. Ich habe die Kiste nicht einmal aufgemacht. Adam, warten Sie! Vielleicht habe ich sie aufgemacht. Hören Sie, könnten Sie Carol von mir vielleicht Lebewohl sagen? Lebewohl? Wohin gehen Sie denn? Oh mein Gott, Quagmire! Komm sofort da unten raus! Es tut mir echt leid, Leute, aber ich wollte Sie unbedingt mal kennenlernen. Aber ich benehme mich immer daneben. Ich werde mal mit ihm reden. Für Sie, wenn Sie eine Sexsklavin wollen, aber kein Geld für eine Sexsklavin ausgeben wollen. Das ist sie, Mac! Was Sie wohl bei ihr für eine Musik spielen? Wieder zu Hause. Hallo, Kumpel. Wie war das Seminar? Oh, fabelhaft. Am ersten Tag Brian, haben wir gleich... Brian, ein gut oder schlecht genügt. Wie du willst. Gut, ihr könnt mich heute früh nicht ärgern. Ich bin viel zu gut drauf. Ich habe einfach die perfekte Frau für mich kennengelernt. Und da ist Bill Gates. Lässt sich ein Witz darüber machen, dass ein Bär einen Biber frisst? Könnte das funktionieren? Und da ist Warren Buffett. Der Sportlehrer sagt, wo haben Sie die zwei Klopimpel her? Und sie sagt, keine Ahnung. Oh, ich vergaß zu sagen, dass sie zwei Möpse hat. Ein neuer Muskelmann-Tag bricht an. Guten Morgen, meine strammen Freunde. Oh nein! Was ist passiert? Das werde ich dir gern verraten. Die Steroide wirken nicht mehr. Du bist so schwach wie wir anderen. Und wenn du raus willst, musst du eine Gebühr abdrücken. Bleib weg von mir! Bleib weg von mir! Ist dir aufgefallen, dass alles irgendwie merkwürdig ist, seit Brian aus der Hundeschule zurück ist? Was meinst du? Er lässt sich von mir rumkommandieren und er will keine spaßigen Sachen mehr machen wie früher. Ich meine, ich habe an Brian immer geliebt, dass er nicht einfach nur ein Haustier war. Er war ein Freund und ich vermisse diesen Freund. Wir müssen akzeptieren, dass er jetzt so ist, wie er ist. Vergiss nicht, er hat dich gebissen. Was wäre, wenn er Stewie beißt? Beiß mich am Arsch. Andy kroch 500 Meter in die Freiheit durch einen Schacht, der so stank, dass ich es mir nicht mal vorstellen kann. Andy Dufresne, der Mann, der durch einen Fluss voll Scheiße kroch und auf der anderen Seite sauber rauskam. So, los jetzt, verpisst euch alle. Du wirst keinen Dreier mit Lois und ihrer Freundin schieben, sie steht nicht mal auf Frauen. Es gab nur eine Geschichte auf dem College mit dieser Naomi. Und Naomi wird uns heute besuchen. Lass mich hierbleiben, lass mich hierbleiben. Oh mein Gott, was machen die da? Wieso versuchen die, mich öffentlich zu demütigen? Ich meine, was haben die davon? Oh, schönes rotes Balli. Peter, pass auf! Zum Glück sind wir in diesem Bus, weil ich wirklich dringend kacken musste. Was? Hier ist doch gar keine Toilette im Bus. Das habe ich auch nicht gesagt, sondern nur, dass ich kacken musste. Oh mein Gott, das ist ekelhaft! Selbst für einen Bus! Warum regen die sich so auf? Ich habe eine Plastiktüte gemacht. Das war unsere letzte Chance, nach Hause zu kommen. Und genau da irrst du dich, Brian. Gratis Busrad.
Oh, Kacke, das ist ein Mädchenfahrrad. Na schön, wir nehmen es, aber hoffentlich sieht uns niemand aus der Schule. Süßes Fahrrad, du Schwuchtel! Schnauze, das sage ich Miss Baumbakis! Ich kann dich unmöglich mit Herpes angesteckt haben. Und wie erklärst du das? Na, du bist eine eklige Schlampe. Es kann nicht meine Schuld sein, ich habe überhaupt kein Herpes. Ach ja? Zeig mal her! Hey, 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 was soll das? Hör auf! Oh mein Gott, ich glaub's nicht, du bist mehr Herpes als Hund! Gut, ich geb's zu, ich hab dich mit Herpes angesteckt. Du Mistsack, du wusstest, dass du Herpes hast und hast trotzdem dein Blut mit meinem vermischt! Entspann dich, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht so schlimm? Es ist eine hässliche und unappetitliche Krankheit, die man sein ganzes Leben lang hat! Das Schlimmste an Herpes ist doch nur, dass es mit so einem Stigma belastet ist. Stell dir vor, es hieße gar nicht Herpes, sondern vielleicht, Bumpo. Hä? Ich hab ein bisschen Bumpo. Oh, ist das süß. Ich will auch Bumpo. Mein Onkel war Soldat und hat sich in Saigon bei einer Hure Genitalbumpo geholt. Schnauze! Halt die Schnauze! Du solltest dich wirklich schämen! Ich meine, sieh mich an! Ausgerechnet heute, wo ich meiner besten Freundin bei den Hochzeitseinladungen helfen soll. Ich hab mir gedacht, auch wenn die in letzter Zeit ziemlich oft vorkommen, aber deine Farben sollten gelb und grau sein. Ich hatte immer was gegen Hochzeiten, die auswärts stattfinden, aber ist wirklich nett, mal nach Denver zu kommen. Ich glaub's nicht. Wir haben's geschafft. Wir haben den Mount Everest bestiegen. Ist das nicht umwerfend, Brian? Man sieht bis hinunter. Oh, die Pinkelgeschichte, klar. Auch wenn ich den Sinn nicht verstehe, wie sollen das hier oben andere Hunde riechen können? Glaub mir, Stewie, sie riechen es. Sie werden wissen, dass die Welt jetzt mir gehört. Fick die Henne. Hey, na wer ist denn da? Oh, Ryan Reynolds. Was machen Sie in Clevelands Haus? Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe beschlossen, meinen Film in Quahog statt in Newport zu drehen. Ich spiele Hitler. Aber einen jungen Hitler mit einem hammermäßigen Körper. Er heißt Fittler. Den Streifen gebe ich mir sowas von. Ich find's so aufregend, dass wir Nachbarn sind. Wir sollten was zusammen machen. Ja, das wäre klasse. Okay, jetzt geniere ich mich. Ich stehe oben ohne hier draußen rum und meine Schlafanzughose sitzt so tief, dass sie gerade noch meine Hüfte bedeckt. Wie viel verdienen Sie eigentlich? Jedenfalls genug, um mir ein Hemd zu kaufen. Also ich schmeiß heute Abend so eine kleine Einweihungsparty. Wäre super, wenn Sie kommen. Ja, hört sich toll an. Alles ist besser, als was bei uns freitags abgeht. Hey Lois, was macht ihr denn hier? Die Mädels vom Buchclub sind da. Setz dich zu uns. Oh, okay. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe mir nur das Genick verrenkt, als ich vorhin bei der Gerichtssendung so bestätigend genickt habe. Gut, keine Sorge, ein Arzt ist anwesend. Komm her, mit dem Rücken zu mir. Jemand bekommt jetzt eine Genickmassage. Genau da. Aber das ist rein freundschaftlich. Du darfst mich für einen kurzen Moment würgen. Vielleicht sollte ich mir den ganzen Rücken vornehmen. Dein BH ist ein bisschen im Weg. Weißt du was? Ich werde ihn mal kurz aufbeißen. Lois, ist ein Präsident stärker als ein König? Was zum Teufel? Oh, Peter, beruhige dich, wir sind nur Freunde. Er gibt mir nur eine freundliche Massage. Eine freundliche Massage? Ja, und was stört es dich? Wann hast du das letzte Mal was Nettes für mich getan? Ich habe die ekligen Nudeln gefressen, die du gemacht hast. Ich sollte es dir sagen, Peter. Ich bin in Lois verliebt. Ich wusste es, als wir uns geküsst haben. Geküsst? Ist das wahr? Ja, Peter, aber... Du verdammtes Schwein! Jeder sagt, wir brauchen keine Hauseigentümergemeinschaft, Quagmire. Genau deswegen brauchen wir eine Hauseigentümergemeinschaft. Was zum Teufel? Lois, warum hast du das denn gemacht? Ich hab gedacht, ihr beide seid ein Pärchen. Wir waren nie ein Pärchen, Peter. Und ich wollte einfach nicht zusehen, wie er dich vermöbelt. Ich habe mich gut gehalten. Du hast auf die Fresse bekommen. Nein, ich meine, ich habe meine Eier gehalten, damit er mir nicht reintritt. Aber wenn ihr kein Pärchen seid, warum küsst du ihn? Er hat mich geküsst. Und ich hätte es dir sagen sollen. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Larry hat mich an eine jüngere Version von dir erinnert. Und ich gebe zu, ich fand's schön, dass er mir Aufmerksamkeit geschenkt hat. Genau wie du früher. Vielleicht habe ich dich vernachlässigt, aber ich verspreche, ich mache es wieder gut. Ich werde der beste Mann der Welt sein. Der bist du schon. Als es drauf ankam, hast du dich einem viel jüngeren Mann gegenübergestellt und für mich gekämpft.
Übrigens, ich danke all meinen Kindern ganz herzlich, dass ihr mir geholfen habt. Das war super nett von euch. Du hast recht, Lois. Ich werde mich ändern. Ich werde all das für dich tun, was Larry für dich getan hat. Nein, Peter, das brauche ich alles nicht. In meinem Alter erwarte ich von meinem Ehemann nur, dass er mit mir samstags fernsieht und keine Angst davor hat, mir einen Pickel auf dem Rücken auszudrücken. Angst davor? Das liebe ich sogar. Das ist wie Luftpolsterfolie, mit der man ab und zu Sex haben darf. Ich habe im Moment einen ziemlich großen am Rücken. Du hast immer einen, Lois. Ich liebe dich. Igor, ich habe es geschafft. Moment mal. Sie haben entdeckt, wie man neues Leben kreiert und Sie haben einen Typen erschaffen? Denkst du, ich hätte eine Frau erschaffen sollen, um Sex mit einer Leiche zu haben? Ich weiß nicht, Mann. Sie hätten keinen Typen erschaffen sollen. Würdest du dich endlich hinsetzen und es laufen lassen? In der Bowlinganlage von Quahog gab es heute einen Skandal, als ein Mann beim Spannen in der Damentoilette erwischt wurde. Na schön, Ladies. Jetzt wählen wir Teams für Dodgeball. Conny, möchtest du Kapitän sein? Na klar. Ich wähle alle außer Mac. Gute Wahl. Los! Hey, wo wollt ihr alle hin? So wird der Unterricht nicht beendet. Gut mitgemacht. Gut mitgemacht. Schöne Stunde. Gut gemobbt. Und nun wieder Dr. Who hat gefurzt. Doktor, der Angriff der Aliens hat begonnen. Wir müssen ins 21. Jahrhundert zurück. Wir können gerade nicht in die Zeitmaschine rein. Aber sie werden uns alle umbringen. Ist ja gut, gleich geht's wieder. Und, wie war Ihr Wochenende? Brauchen Sie eine Ausrede, damit Sie diese Weihnachten nicht nach Hause müssen? Fliegen Sie Northwest Airlines. Hier sind tausende Mitarbeiter für Verspätungen und Flugabsagen zuständig, damit Sie nicht rechtzeitig zu den Festtagen zu Hause sind. Niemals. Den Anschlussflug können Sie vergessen. Niemals werden wir pünktlich abheben. Keine Sorge, ich bringe den Flieger wieder zurück zum Gate. Glaubst du, Jeff schafft es dieses Jahr nach Hause? Niemals, denn Jeff ist Northwest geflogen. Danke, Northwest. Ich hasse meine Familie. Ah, oh, cool, da ist was frei geworden. Geh ruhig schon vor, ich kann warten. Ich warte auf eine Kabine. Los, Peter, wir verpassen das Spiel. Hi. Hey. Verdammt, er hat schon angefangen. Wenn ich nicht bald lospinkel, wird's komisch. Dann ist er fertig und ich stehe noch hier rum. Komm schon, Peter, pinkel. Dein Dad war im Zweiten Weltkrieg und du kannst nicht mal in ein Pissoir pinkeln. Was ist los mit dir? Und, fertig? Ja. Ich weiß, dass du nicht konntest. Ich gehe in einem Treppenhaus pinkeln. Sieh an, Prinzessin Leia. Werdet ihr mir sagen, was ihr mit den gestohlenen Plänen vom Todesstern gemacht habt? Na gut, Lord Vader, ihr habt gewonnen. Ich habe die Pläne in einem dieser 26 Koffer versteckt. Oh, okay. Ich spüre, es ist Nummer 14. Ich nehme Nummer 14. Oh, schon okay. Ich freue mich einfach, im Fernsehen zu sein. Na dann, schafft sie weg. Da ist er. Schnell, Peter, die Videokamera. Ja, ist ja gut. Was ist mit Stewie los? Ich glaube, er hat Lampenfieber. Das sagte ich gerade. Ich habe das gesagt. Dieser Stewie ist... Hi, hier spricht Vin Diesel. Willkommen im DVD-Menü. Oh Mann, du hast sicher einen Kater. Wie willst du es schaffen, heute nichts zu tun? Oh mein Gott! Rupert? Nein! Rupert! Rupert! Mörder! Du hast Rupert umgebracht! Moment, stopp! Was ist denn los? Du hast meinen besten Freund umgebracht, das ist los! Oh. Bärentötender Mistsack! Oh mein Gott, Stewie, es tut mir leid. Ich war betrunken, es war ein Versehen. Ich habe ihn wohl für ein Kauspielzeug gehalten. Na und? Wenn du ihn versehentlich besoffen überfahren hättest, würdest du in den Knast gehen? Ja, du hast ihn getötet! Lass es mich wieder gut machen. Kannst du nicht was töten, was ich liebe? Ja, das könnte ich wohl. Wow, okay. Das ist in Ordnung. Das ist fair, aber ich meinte sowas wie, mein Lieblingstennisball.
Du vergleichst Rupert mit einem Tennisball? Was ist los mit dir? Kein Wunder, dass ihr zwei euch nie verstanden habt. Er hat immer gesagt, dass mit dir was nicht stimmt. Und jetzt wissen wir was. Du bist ein Psycho! Stewie, ich wollte nicht... Schnauze! Du verstehst nicht... Schnauze. Versuch's gar nicht. Es ist vorbei. Siehst du, was ich tue? Guck mich nur an. Twitter, nicht mehr folgen. Instagram, nicht mehr folgen. Snapchat, nicht mehr folgen. Und damit hätten wir es. Fertig. Wir sind keine Freunde mehr. Aber Stewie... Tschüss. Dikembe Mutombo, machst du jetzt dein Ding? Brian, du bist geblockt. Warum putzt du dir die Zähne mit links? Meine rechte Hand darf nicht nass werden. Bubeere hat sie berührt und jetzt ist sie ein heiliger Ort wie ein Tempel. Gut, ich schlafe jetzt wie eine Frau mittleren Alters, Seite an Seite mit ihren Brüsten. Du kannst nicht allein nach Vermont. Bin nicht allein. Hab Rupert dabei. Wir zwei hatten eine Abmachung. Wenn er zuerst stirbt, verstreue ich seine Asche auf einem Berg. Wenn ich zuerst sterbe, wirft er meine Leiche im Ganzen in den Brunnen vor dem Bellagio. Ist mir egal, ich werde mitkommen. Tja, du sitzt aber nicht neben mir. Ach komm schon, dann endlich neben dem Typen mit den schweren Händen. Hallo, Hundi. Geschieht dir recht. Und dein Baby. Was soll der Scheiß? Dad kauft eine Brauerei? Es sind Kinder im Zimmer. Hör auf zu fluchen. Offensichtlich will er neue Produktionsbereiche eröffnen. Wow, das heißt wohl, dass Grandpa dein neuer Boss ist, Dad. Oh, Kacke, ich will nicht für ihn arbeiten. Da arbeite ich lieber für Dr. Frankenstein. Oh. Igor, ich habe es geschafft. Moment mal. Sie haben entdeckt, wie man neues Leben kreiert und Sie haben einen Typen erschaffen? Denkst du, ich hätte eine Frau erschaffen sollen, um Sex mit einer Leiche zu haben? Ich weiß nicht, Mann. Sie hätten keinen Typen erschaffen sollen. Jetzt, da ich Chef dieser Brauerei bin, wird es Veränderungen geben. Griffin, was machst du hier? Ich arbeite hier. Wirklich? Glaube ich nicht. Haha, das wird ein Spaß. Ab sofort bist du der Typ im Büro mit der merkwürdigen Skibräune, der nicht darüber reden darf. Hey, waren Sie dieses Wochenende Skifahren? Ich darf nicht darüber reden. Adam, bam, 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 bum. Oh, verdammt. Morgen, Brian. Du bist über eine rote Ampel gefahren. Den Führerschein bitte. Ach, ich schwör's, die Ampel war noch grauer, als ich drüber gefahren bin. Mhm. Weißt du, dass der abgelaufen ist? Was? Brian, steig aus dem Fahrzeug. Was soll das werden? Das Gesetz ist eindeutig. Ich muss deinen Führerschein einziehen und du musst nach Hause laufen. Kannst du mich nicht mitnehmen? Ist nicht drin, amigo. Ach, dann rufe ich mir eben einen Uber. Sind Sie Brian? Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, geschlechtsumgewandelte Mitarbeiterin, wegen der wir ein Meeting hatten. Oh, Kacke, das ist Carter. Der ist bestimmt sauer, weil ich ihn verpetzt habe. Ich mache einfach, was Superman macht. Oh, hi, Carter. Hallo, Bürger. Haben Sie Peter gesehen? Oh, er war gerade noch da. Lois, Fetzak, Familie, bitte begrüßt Trisha Takanawa. Hallo allerseits, freut mich, dass Sie gekommen sind. Essen ist auf dem Tisch und wer schmutzige Unterwäsche will, der Automat steht da drüben. Wie schön, da wo die Porzellankammer meiner Mutter war. Lois, darf ich einen Dollar für den Automaten haben? Nein, ich werde unsere Mäntel holen. Wir gehen. Dad, die ärgern mich in der Schule. Die haben mein Essenstablett umgeworfen. Oh, das ist Kacke. Ich frag mich, ob das Schlimmste ist, was jemals jemandem passiert ist. Wow. Wow, der Typ in dem Buch hier, der kriegt's aber richtig böse ab. Krass. Okay, tut mir leid. Was war heute in der Schule? Du bist irgendwie ein Arsch, Dad. Ich frag mich, ob hier drin jemand steht, dessen Dad noch ein größerer Arsch ist. Wow, ist ja übel. Ma'am, ich möchte mit Ihrem Sohn in den Wald gehen. Was? Das hört sich sehr verdächtig an. Wie wäre es, wenn wir kurze Hosen und Halstücher tragen und ich ihm kleine Abzeichen gebe, wenn er tut, was ich sage? Sogar als ich schon wusste, dass er mir eine Spritze geben wird, hab ich ihm direkt in die Augen geguckt und von meinen Plänen für den Sommer erzählt. Das hast du sehr gut gemacht. Siehst du, Peter, es war gar nicht so schlimm. Ja, aber neben der schreienden Autistin im Wartezimmer sitzen zu müssen schon. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Was soll ich denn tun? Oh, hey. Wie heißen Sie nochmal? Peter Griffin. Und ich bin Lois. Also bis dann, Peter. Der war ja richtig nett. Nicht so wie dieses Miststück Shelley Duvall. Hi, ich bin Shelley Duvall. Ist mir eine Freude. Geht mir am Arsch vorbei. Drück's mir voll rein, als wollte ich sie unbedingt kennenlernen. Peter, du musst endlich darüber hinwegkommen. Gavin, was für ein dummer Name. Und keiner in der Schule kann dich leiden. Anfangs habe ich dich verteidigt, aber ohne Erfolg, weil dich alle hassen. Wenn du groß bist, wirst du hässlich sein. Und alles in deinem Haus ist billig. Außerdem riecht es hier. Oh, hey, Brian. Ciao. Das war lustig. Ich mag Gavin. Ich bin gerade gefahren. Das war der Hammer. Ich kann fahren.
Jetzt kann ich in Schrittgeschwindigkeit an der Wohnung meiner Ex-Freundin vorbeifahren. 11:45 und das Licht ist immer noch an. Treibst das wohl doch bei Licht, du Hure. Seinen Körper kannst du dir angucken. Und ich liebe dich trotzdem noch. Lois, der Hund mit den zwei verschiedenen Augenfarben ist wieder da. Ist das eklig. Sieht aus, als hätte ein Ständer. Peter, lass ihn in Ruhe. Nein, wenn ich einen exhibitionistischen Kläffer brauche, lasse ich Rihanna kommen. Also, ich schmeiß heute Abend so eine kleine Einweihungsparty. Wäre super, wenn sie kommen. Ja, hört sich toll an. Alles ist besser, als was bei uns freitags abgeht. Hey, Lois, was macht ihr denn hier? Die Mädels vom Buchclub sind da. Setz dich zu uns. Oh, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Brian wird so wütend auf mich sein. Was mache ich nur? Okay, ist schon gut. Ich besorge mir ein bisschen Farbe und deck die Dellen ab. Unattraktive Frauen machen das auch so. Du siehst hübsch aus heute, Carol. Danke. Liegt wahrscheinlich am Kleid und am Make-up. Ah, so aus der Nähe betrachtet. Ja, doch, das glaube ich auch. Was zum Teufel? Stewie, komm raus! Was ist das? Weißt du etwas darüber? Worüber? Dass heute ein wunderschöner Tag... Oh mein Gott, ist das eine Überraschung! Oh, ich musste meinen letzten Satz unterbrechen, weil ich so überrascht war. Was ist passiert? Keine Ahnung, kannst du es mir sagen? Stewie, beruhige dich. Es gibt eben Momente im Leben, da muss man es so nehmen, wie es kommt. Wie ein Teilnehmer bei der Preis ist heiß, der nur einen Haufen Schrott gewinnt. Lindsay, dein Preis steht ganz im Zeichen der Entspannung. Und wo könnte man sich besser entspannen als in einer brandneuen Hängematte? Diese stabile Hängematte von Swingway verwandelt jede Veranda in ein tropisches Paradies. Und für Unterhaltung auf der Veranda sorgt dieses Päckchen Kreide. Ja, mit den 8 verschiedenfarbigen Kreidestäbchen machen Sie aus Ihrer Veranda ein tropisches Kunstatelier. Aber packen Sie Ihre Kreide lieber ein, denn Sie verbringen 6 Tage und 7 Nächte im Haus Ihrer Eltern in Wilmington, Delaware. Und dafür habe ich meine Abtreibung verschoben. Das Essen sieht irgendwie eigenartig aus. Peter, die marokkanische Küche ist köstlich. Ich weiß nicht. Sieht aus, als müsste ich davon furzen, wie von mexikanischem Essen. Con cuidado! Es el stinko! Oh, du musst diese Lamm-Tagine hier probieren. Hier. Oh, das nein, lieber nicht. Komm schon, wird dir schmecken. Nur ein Häppchen. Das war... intensiv. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt, Rupert. Aber es könnte schlimmer sein. Wenigstens werde ich nicht von einem Fremden auf der Straße erstochen. Seht ihr das genaue Gegenteil? Oh, es ist doch passiert. Ich kann mich ändern. Tut mir leid, Peter. Wir können nie wieder miteinander reden. Hier ist dein Handy, damit wir immer reden können. Habt ihr Leute kein Badespielzeug? Hier, ein Rassel. Das ist verschreibungspflichtige Medizin. Und auf dem Etikett steht nicht mal ihr Name. Das ist... Was ist das? Was ist hier drin? Ist Jambone. Jambone? Und was ist... Das ist ja ein Hühnerbein. Soll das hier etwa eine Suppe werden? Für Quinceañera. Große Party. Viele Menschen. Oh mein Gott. Ay, un perro aquí. Hundi es aquí. Lasst mich nur allein. Ich kann mich ja dann selbst umrühren. Mein Baby. Was? Loslassen, sage ich. Consuela, wir gehen. Mein Baby. Hey, sie sagt, es ist ihr Baby, Mann. Und jetzt verzieh dich hier. Ist mein Baby, Ernesto. Nein, ich bin nicht Ernesto. Oh Mann, ist das hier eine Affenscheiße. Ich hatte absolut nicht geplant, das zu tun. Sie waren bisher sehr nett zu mir. Die Bienen haben so viel Honig fabriziert. Das mit den Steroiden war eine tolle Idee. Hey, sieh mal, die Biene will unseren Honig klauen. Okay, Mr. Biene, Sie kriegen den Angestelltenrabatt. Immerhin hab... Ah! Scheiße, die Biene hat ein ganzes Honigglas hochgehoben. Oh Gott, ob das eine von unseren Steroidbienen ist? Tja, die da trägt einen Hoodie als Shirt, also... Ja, ich glaube, das sind unsere. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei... Gott, sie hat die andere Biene gefressen! Okay, also ein paar haben geringe Nebenwirkungen. Oh, Kacke. Mein Gott, Brian, lauf! Vielleicht war es eine schlechte Idee, den Bienen Steroide zu geben. Ah, mach die Scheibenwischer an! Was sollen wir bloß machen? Wir sind umzingelt! Ruhig, ich erledige das. Meg, komm schnell raus, wir haben Eis für dich. Gut, Sie sind abgelenkt. Raus hier!
Schnell, wir müssen nur die Königin loswerden. Sie ist im Bienenstock. Was soll das bringen? Die Bienen bleiben instinktiv bei der Königin. Wenn sie weg ist, folgen sie ihr. Okay, und wie machen wir das? Tja, Kumpel, das war's dann wohl. Ah, ah, au! Wow, den Blick habe ich wohl missverstanden. Ach Gott, es tut mir leid. Ich möchte dich wirklich nicht umbringen, aber ein paar weiße Leute haben extra Pullover angezogen. Ich konnte es nicht tun. Was? Es tut mir leid, Lois. Du wolltest das perfekte Thanksgiving. Und ich weiß, ich hab's dir versaut, aber ist dieser Feiertag nicht dazu da, ihn im Kreise seiner Lieben zu verbringen? Ist es wirklich wichtig, was wir essen? Es ist wichtig, dass wir alle zusammen sind. Familie und Freunde. Und ein neuer Freund. Oh, Peter, das war wunderschön. Lois, darf der Truthahn am Abendessen teilhaben? Nicht als Hauptgang, sondern als unser Gast. Natürlich darf er das. Happy Thanksgiving euch alle. Der Mann des Hauses hat einen Truthahn für Thanksgiving umgelegt. Hallo, du. Hi, Ryan. Passt's gerade? Es passt perfekt. Komm rein, ich öle mir gerade die Beine ein. Und was steht heute Abend an? Mein Zahnarzt lässt immer seine Praxis offen. Wir könnten uns Lachgas reinpfeifen und dort essen. Hör zu, Ryan. Du bist ein prima Kerl und so, aber ich mag dich nicht auf diese Weise. Es gibt ein paar Sachen, die ich mit dir ausprobieren würde, aber mein Herz wäre nicht voll dabei. Wovon redest du überhaupt? Dass du auf mich stehst und dass du mein Freund werden willst. Du hältst mich für schwul? Wo hast du das denn her? Du hast versucht, mich zu küssen. Peter, ich bin nicht schwul. Verdammt, was ist mit dir los? Pass auf, ich erklär's dir folgendermaßen. Ich finde dich anziehend. Auf eine Art, wie ein Mann eine Frau anziehend finden würde. Aber ich bin nicht schwul. Wenn du in Hollywood lebst, lernst du verschiedenartige Seelen und Energien wertzuschätzen. Ich dachte, dass wir unsere Seelen verknüpfen könnten, verstehst du? Unsere Energien verschmelzen. Dass meine Seele in deine Energie eindringen könnte. Ich hab noch so viel über das Showbusiness zu lernen. Aber weißt du, ich könnte niemals jemanden mögen, der Menschen als schwul abstempelt. Oder hetero. Vielleicht solltest du gehen. Warte einen Moment, wie meinst du das? Das funktioniert nicht. Der Gedanke war schön, aber wir gehen lieber getrennte Wege. Nein, Ryan. Ich hab's begriffen. Ich kann so sein, wie du willst. Peter, mach dich nicht zum Affen. Du musst mit dieser Sache abschließen. Kitzelattacke, 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 Kitzelattacke. Es ist Zeit zu gehen. Ich kann mich ändern. Ich kann mich ändern. Tut mir leid, Peter. Wir können nie wieder miteinander reden. Hier ist dein Handy, damit wir immer reden können. Es reicht. Oh mein Gott. Chris? Meg? Oh mein Gott, was machst du denn hier? Ich wollte Titten anfassen. Von deiner Schwester? Ich wusste nicht, dass du es bist. Was dachtest du denn, wer es ist? Irgendeine Schlampe, scheißegal. Oh mein Gott. Wir haben so viel gemacht. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Wir sind widerwärtig. Wir sind eine Schande für unsere Familie. Oh, vielleicht darf ich auch mitmachen. Hallo, Candy. Hi, Glenn. Komm doch rein. Seit wann bist du auf der Kosmetikschule? 2 Monate. Heute Abend lernen wir Facials. Oh Gott, warte mal kurz. Okay, hör einfach auf zu schreien. Hör auf zu schreien, Annalie. Verstehe, dein Stüller ist runtergefallen. Du hast ein Baby? Das ist eine lange Geschichte. Der Balg lässt mich seit 2 Wochen nicht schlafen. Also, wo waren wir? Giggity, giggity. Meg? Helft mir. Oh, wir sind hier, um jemand anderem zu helfen, Liebes. Geh, guck sie nicht an. Genau das war mein Fehler.
Ich glaube, Mac ist nicht hier. Brian, da! Um Himmels Willen! Mac! Was zum Teufel? Wo hast du die Mütze her? Ein Mädchen hat sie mir geschenkt. Wie hat es ausgesehen? Sie hatte eine tolle Persönlichkeit. Das ist sie. Wo ist sie? Ist sie hier? Nein, sie haben sie vor einiger Zeit weggebracht. Jeden Mittwochabend werden ein paar der Mädchen versteigert. Mittwoch? Was für ein seltsamer Tag, um Mädchen in die Sklaverei zu schicken. Na ja, am Wochenende werden die was Besseres vorhaben. Was Besseres? Was kann es denn bitte Wichtigeres geben, als jemanden zu kaufen? Wo ist dieser Ort? Wo finden die Auktionen statt? Ich weiß nicht, aber es gibt einen Shuttlebus, der alle 20 Minuten dahin fährt. Was? Verdammt, wir haben ihn verpasst. Was macht man in 20 Minuten? Keine Ahnung, was du machst, aber ich trainiere. So bleibt man in Form. Man kann es zu jeder Zeit machen. Wo immer man ist, wo immer es geht, da ist Sperma auf dem Boden. Verdammt, ein Nummernschloss. Wie finden wir heraus, was der Code ist? Wann hat er Geburtstag? Ich glaube im März. Stewie, spinnst du? Das war laut. Die werden uns gehört haben. Mach dir keine Sorgen, Brian. Hey, was ist da unten los? Gar nichts. Alles klar. Also, Glenn, mit dieser Übung trainierst du deine Selbstbeherrschung. Hier ist die neueste Ausgabe vom Dessous-Katalog. Oh Gott, tote Kätzchen, alte Nonne, richtig alte Nonne, Renny Zellweger. Geschafft. Hey, gratuliere. Ja, gut, wirklich Spitze. Gut. Kater, du hast ein Mittel gegen Krebs gefunden? Ich hab's nicht entwickelt, ich hab Typen damit beauftragt. Einer von ihnen ist Chinese. Bäh, die kann ich nicht leiden. Aber leck mich am Sack, die können ihr Handwerk. Wie lange hast du das schon? Ich weiß nicht. Wann kam Who Let the Dogs Out raus? Du hast es seit 1999? Du weißt, wann Who Let the Dogs Out rausgekommen ist? Das ist ein Song über Hunde, die jemand rauslässt. Dafür könnte ich dich verhaften lassen. Kater, du hast den heiligen Gral der modernen Medizin entdeckt. Warum willst du ihn bloß geheim halten? Das sag ich dir. Weil die Behandlung einer Krankheit viel mehr Geld einbringt als die Heilung. Warum jemanden an einem Tag heilen, wenn man ihn ein Leben lang behandeln und ihm alles berechnen kann? Das ist doch Wahnsinn. Brian, hier drin ist es so kalt, zieh dir mal meine Nippel an. Die sind fast wie die einer Frau. Oh, guck doch, ich zieh dran und jetzt werden sie noch größer. Gut, schnell, bringen wir es hinter uns. Los, mach dein Hemd und deine Hose auf. So müsste es gehen. Gut, zumachen. Ich bring mich in Position, damit sie glaubt, dass sie mit dir Sex hat. Wow, das ist echt clever. Danke. Und wenn du nachher keinen Bock auf Los hast, ich hab Zeit. Lass uns erstmal das hier durchziehen. Hallo, Griffin. Hallo, Angela. Also, Angela, ich hab's mir überlegt. Und ich will sofort mit Ihnen schlafen. Wirklich? Gigi. Ja, aber ich will dazu nur meinen Reißverschluss aufmachen. Okay, ich will mich nicht ausziehen. Ich habe mal den Film Der Blob gesehen und seitdem kriege ich Angst, wenn ich mich nackt sehe. Ich glaube, damit kann ich mich abfinden. Oh, Igitt. Wie wäre es, wenn wir ins Schlafzimmer gehen? Ja, gern. Oh, die ist so hässlich. Da will ich nicht rein. Bitte, das geht nicht. Ich steig aus. Das tust du nicht. Doch, ich spreize meine Beine und dann hängst du schön deinen rein. Kommt nicht in Frage. Doch, ich werde mich umpositionieren. Nein, lass das jetzt. Was zum Teufel ist hier los? Oh. Hi, Angela. Ich bin Peters Freund, Glenn Quagmire. Danke, dass Sie mich in Ihr Haus gelassen haben. Und ich hätte mit Ihnen geschlafen, aber Peter hat versäumt, mir zu sagen, dass Sie eine totale Müllfresse haben. Toller Freund, hä? Okay. Einen schönen Abend noch. Mac, wo kommen all die Bierdosen her? Mein Dad hat einen Job in der Brauerei und kriegt da jede Menge Freibier. Tja, und seitdem benimmt er sich hier ziemlich daneben. Oh mein Gott! Hey Mac, hast du meine Hose gesehen? Oh. Ach Lois, wir haben übrigens kein Klopapier mehr. Mr. Griffin, das ist eine unglaubliche Demütigung. Hey, Lois will, dass ich einkaufe und ich habe kein Benzin mehr im Wagen. Oh, Scheiße. Das ist wirklich ein spektakulärer Anblick. Sowas gab's lange nicht mehr. Peter Griffin, ehemaliger Speedway-Champion, tritt jetzt als blutiger Anfänger im Putzteufelreiten an. Ich mach euch fertig. Ja! Wer möchte noch ein Schlückchen Wein? Wie toll, das sollten wir jeden Samstag machen. Nein, das machen wir nicht jeden Samstag. Was hast du? Wir sind nur ehrlich. Du willst Ehrlichkeit? Du bist eine alte Schachtel, du blind, deine Kotze schmeckt komisch, du weißt gar nicht, warum du hier bist. Du warst freiwillig bei The Hills, du hast noch ein Stück Penis übrig und du darfst nicht nass werden. Und du? Du bist mehr Frau als alle anderen hier. Auf ihn! Ah!
lass mir was einfallen. Du weißt ja, ich war für die Choreografie in Showgirls verantwortlich. Okay, stopp, stopp, stopp. Elizabeth, Liebes, zu viel Hände, zu wenig Hüften. Darf ich dir zeigen? 1, 2, 3, 4, ich tanze aus meiner Vagina. 1, 2, 3, 4, ich reib mich, ich reib mich. Orgasmusaugen, Orgasmusaugen und das war's. Wenn du nur 20% davon machst, wird der Film ein Knaller. Was gibt's, Eric? Alles okay? Ja, komm einfach in mein Büro. Shawanda sagte, sie hat gesehen, wie du Essen stiehlst. Was? Sie sagte, dass du hinten in der Küche einen Fischburger weggefuttert hast. Ach, ich bitte dich, mein Freund. Das, ja, okay, aber den hätten wir 5 Minuten später wegwerfen müssen. Tja, wie dem auch sei. Shawanda hat diese Fotos mit ihrem Handy gemacht. Du bist gefeuert. Mörder! Du hast Rupert umgebracht! Moment, Moment, stopp, stopp, was ist denn los? Du hast meinen besten Freund umgebracht, das ist los! Oh. Oh oh. Bärentötender Mistsack! Oh mein Gott, Stewie, es tut mir leid. Ich war betrunken, es war ein Versehen, ich habe ihn wohl für ein Kauspielzeug gehalten. Na und? Wenn du ihn versehentlich besoffen überfahren hättest, würdest du in den Knast gehen? Ja, du hast ihn getötet! Lass es mich wieder gut machen. Kannst du nicht was töten, was ich liebe? Ja, das könnte ich wohl. Das soll's werden? Wir soll's gleich hier machen? Jetzt sofort? Aha, die Vereinigung muss dokumentiert werden. Rüde zur Besteigung bereit. Dreht das Licht auf. Was? Nein, nein, ich brauch's dunkler. Und könnte jemand Musik auflegen? Vielleicht Drake oder The Weeknd? Ha, jetzt macht er schlapp, er bringt es nicht. Quagmire, was machst du hier? Ich habe eine Zugangsberechtigung zu allem, was in dieser Stadt mit Sex zu tun hat. Okay, das ist in Ordnung. Das ist fair, aber ich meinte sowas wie, mein Lieblingstennisball. Du vergleichst Rupert mit einem Tennisball? Kein Wunder, dass ihr zwei euch nie verstanden habt. Er hat immer gesagt, dass mit dir was nicht stimmt. Und jetzt wissen wir was. Du bist ein Psycho! Stewie, ich wollte nicht... Schnauze! Du verstehst nicht... Schnauze. Es ist vorbei. Siehst du, was ich tue? Guck mich nur an. Twitter. Nicht mehr folgen. Instagram. Nicht mehr folgen. Snapchat. Nicht mehr folgen. Und damit hätten wir es. Fertig. Wir sind keine Freunde mehr. Aber Stewie... Tschüss! Nicht mit dem Kopf voran und schön auf mein Kommando warten. Los. 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 Hey! Gleich hab ich dich, Brian! Meg, langsamer, du bist viel zu schnell! Brian, was ist passiert? Ich weiß nicht. Dumme Kuh, du musst auf das Kommando von dem Typen warten. Chadley will mich zum Spielen besuchen, in unserem Haus! Ist doch toll! Ist es nicht, ich kann ihm dieses Loch nicht präsentieren! Blödsinn, Chadley sollte dich so mögen, wie du bist. Und so übel ist es hier nicht. Brian, Chadleys Eltern haben beide ihr eigenes Badezimmer. Ich habe gesehen, wie der Fettsack durch die Beine von Lois pinkelt, während sie auf dem Klo sitzt. Dann nimm doch das von Babs und Carter. Geht nicht, die haben das ganze Wochenende eine Eyes Wide Shut Party. Ich finde meinen Pimmel nicht mit dieser Maske. Na schön, wir suchen alle unsere Pimmel und setzen dann die Masken wieder auf. Ich dachte, die Flintstones in Viva Rock Vegas wäre dein Lieblingsfilm. Das ist mein Lieblingshistorienfilm, zusammen mit Good Night and Good Luck, obwohl ich ihn nicht zu Ende geguckt habe. Gute Nacht und viel Glück. Dann gute Nacht und viel Glück auch Ihnen, Sir. Da drüben ist eine Süße. Entschuldigen Sie, Miss, dieser ältere Herr hätte gerne einen Lapdance. Was soll ich dabei machen? Gar nichts. Einfach da sitzen und genießen. Soll ich das Geld direkt in Sie reinstecken? Nein, lieber nicht. Hast du das schon mal getan? Das kommt nicht gut an. Dann schlage ich Sie. Na Gott, nochmal, trinken Sie das aus. Hey, alles in Ordnung da drin? Ich hab Schreie gehört. Hund, mach die Tür auf. Sag ihm, ja, alles in Ordnung. Hallo, Joe. Ja, alles in Ordnung. Oh, okay, gut. Mach Witze über seinen Rollstuhl. Was? Was? Na los, sag. Ha, 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 du sitzt im Rollstuhl. Ha, 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 du sitzt im Rollstuhl. Was willst du damit sagen? Sag, ich wette, dass du keinen hochkriegst. Ich wette, dass du keinen hochkriegst. Das ist nicht sehr nett, Brian. Der Arsch deiner Mutter auch nicht. Der Arsch deiner Mutter auch nicht. Tja, da hast du nicht ganz Unrecht. Das muss das Kindermädchen sein. Wohnt hier Familie Griffin? Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Ich bin nur die Oberfahrerin Ihres Kindermädchens. Sie sitzt noch im Auto. Sie ist auf dem Weg eingenickt. Ich nix eingenickt, Ober. Ich habe zerknitterte Fotos von toter Verwandte angeguckt. Hallo, ich bin Natalia. Was Ihr Lieblingsfisch zu Frühstück? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Ich spüre, dass du ein bisschen nervös bist, aber es ist viel einfacher, als du denkst. Pass auf. Wow, wie der fliegt. Wahnsinn. Da dachte ich, cooler kann der gar nicht werden. Und dann... Ach, du Scheiße! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, was? Das ist überhaupt nichts von ihm übrig.
Mein ganzer Plan fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Ein House of Cards. Wissen Sie, als ich in Gaffney aufwuchs, sagte mein Daddy immer, halt die andere Wange hin. Kevin Spacey sagte immer, ich habe um 3 Uhr früh in dem Park nur meinen Hund Gassi geführt. Ich vertraue keinem von beiden. Ich glaube, es ist Zeit, meiner Frau die Wahrheit zu sagen. Wie ein Mann. Und dann habe ich die Drogen verkauft, weil der Arzt gesagt hat, dass ich Krebs habe und ich habe die Typen umgebracht. Ja, aber dieser Erfolg würde mir nichts bedeuten, wenn ich meinen besten Freund verliere. Denkst du, du kannst mir verzeihen? Oh, Quagmire. Ich freue mich, dich an Thanksgiving zu Hause zu haben, Peter. Und ich freue mich, hier zu sein. Denn jeder weiß, wenn man mal berühmt war, ist das Leben danach noch viel besser als vorher. Ich hol mir nur mein Zeug aus dem Bus. You sure you're not too tall for this? Nah, it's gonna be great. Yay! Ow! Who kicked me? Sorry. What the hell? My bad. Ow, who's doing that? It's that jerk up there. It's Slender Man! Kill yourselves. Peter? Come on, it's just a goof. Hey Peter, was sind das für Typen? Nur ein animiertes GIF von schwarzen Teens, die auf eine harmlose Verarsche überreagieren. Ha, macht nicht sehr viel Sinn. Etwa so wie deine Beine? Hey, was machen Sie da? Mein Gott, die magischen Maße. Was heißt das? Deine Fesseln, deine Waden und deine Oberschenkel haben denselben Durchmesser. Möchtest du im Roller-Derby-Team starten? Echt? Mach es, Mac. Ja, Mac, das musst du voll machen. Mac redet mit einem Jungen. Okay, sehr gern. Was soll sein? Hier, nimm meine Karte. Ich bin ein registrierter Triebtäter. Dreh sie mal um. Hinweis, lesen Sie die andere Seite. Gib das her. Ich bin der Roller-Derby-Coach. Komm zur Teamwahl. Du setzt einen Einjährigen unter Drogen? Stewie? Willkommen im Kissenhimmel, Bri. Lass mich aufstehen und dich begrüßen. So, das hätten wir. Wie geht's dir so? Oh mein Gott, du bist ja völlig auf Droge. Weißt du was? Ich habe mir überlegt, wie jeder hier in dieser Familie, Brian, seine Pflicht tut. Und das machen alle sehr pflichtbewusst. Hey, ich bin zu Hause. Ich habe Lebensmittel. Du hast was? Ich war zufällig am Supermarkt und dachte, wir brauchen eine Villa. Jetzt hör mir zu, du verdammtes Schwein. Ich habe eine Sache in meinem Leben. Eine Sache! Au, au! Aber du sagst doch immer, dass ich dir nie bei irgendetwas helfe. Ja, ich sag das aber lieber, als mir von dir helfen zu lassen. Dad, das ist der Rest aus dem Wagen. Wo? Chris, hau ab. Du hattest recht. Es gefällt dir nicht. Oh, Kacke. Au! So sieht's aus. Lebensmittel mach ich. Brian, was machst du da unten? Die haben nicht für mich gedeckt. Keine Hundefamilie. Oh. Geh weg. Geh weg, Hund. Aufgepasst, ich habe tolle Neuigkeiten. Wir werden bald stinkreich sein. Du lieber Himmel, Peter, das sind ja Tausende von Lotterielosen. Wo hast du bitte das Geld dafür her? Na, ich habe eine zweite Hypothek aufs Haus aufgenommen. Was? Peter, das ist idiotisch. Deine Gewinnchancen stehen 100 Millionen zu 1. Weißt du denn nicht, dass nur dumme Menschen bei Lotterien mitmachen? Peter, Brian hat recht. Wie kannst du so verantwortungslos sein? Du bringst diese Lose auf der Stelle zurück. Kommt nicht in Frage. Wir werden gewinnen. Dich locker, Quagmire. Niemand will dir was tun. Habe ich recht, Joe? Erwischt! Ha! Hepatitis C. Dumm gelaufen, die hab ich schon. Meningitis. Hab ich auch. Gonorrhoe! Patienten. Oh, hi, Brian. Hey, du hast unser Date doch nicht vergessen, oder? Natürlich nicht. Aber nachdem so ein schöner Abend ist, dachte ich, wir laufen erstmal und gehen dann essen. Nein, das würde ich gern, aber ich bin schon gelaufen. Ich hab heute schon jede Menge Meter gemacht. Ach, sei nicht so ein Waschlappen. So verdienst du dir deinen Nachtisch. Oh ja, Sprechrolle oder was im Hintergrund wäre beides gut. Ich bin ein Meister der beiläufigen Gags. Oh, das wollte ich doch überhaupt nicht machen. Jetzt ist überall Flüssigkeit. Das ist Comedy. Bist du jetzt übergeschnappt? Das war nicht witzig. Oh, interessanter Kommentar, Lois. Ich frage mich, ob hier am Tisch jemand etwas kompetenter als du beurteilen kann, was witzig ist und was nicht. Tja, wir müssten noch etwas mehr sehen, aber... was? Ist es schon so spät? Nicht zu glauben, dass es schon so spät ist. Also, was wollt ihr jetzt machen? Ich weiß was. Lasst uns Fingerbumm spielen. Bum, bum. Ich werde dich voll umlegen, Chris. Nicht, wenn ich dich vorher umlege, Dad. Bum, bum. Ich werde euch beide umlegen. Und zwar gleichzeitig. Bum, bum. Ich mach auch mit. Bum. Niemand will von dir Finger gebumst werden, Mac. Geh nach oben und mach das bei dir selbst. Ich glaube, mir wird schlecht.
Wenn Sie mit Coach nicht wieder auf Sendung gehen, werde ich unheimlich wütend. Das gewandte Auftreten von Craig T. Nelson wird mir sehr fehlen. Gezeichnet Peter Griffin. Peter, komm, hilf mir mit den Einkaufssachen. Sofort, Schatz! Wenn Sie mit Coach nicht wieder auf Sendung gehen, töte ich Craig T. Nelson. Craig T. Nelson! Sind Sie Peter Griffin? Ja. Machen Sie es schnell. Ich hoffe sehr, dass Sie ihn finden, sonst sind wir alle gelb. Nun denn, die Wahrheit ist also ans Licht gekommen, was? Stewie, seit wann bist du denn so krankhaft und bösartig? Ach was, jetzt interessierst du dich also für Stewie. Als ich letzte Woche das Macaroni-Bild von der Eule gemacht habe, war ich dir scheißegal. Das war eine Eule? Ja, und jetzt werden wir es uns noch einmal ansehen. Los, sieh's dir an, gefällt es dir? Ja. Na schön, Leute, Zeit unserer Nielsen-Pflicht nachzugehen. Was wollen wir uns ansehen? Mutze! Project Runway! Die schwarze Version unserer Show! Wisst ihr, das ist eine tolle Gelegenheit, Qualitätsfernsehen zu unterstützen. Warum sehen wir uns nicht PBS an? Ja, du bist immer ganz heiß auf PBS. Du hast vor 5 Monaten einmal für die gespendet und eine Tasse bekommen. Jetzt ist die Tasse so alt, dass das P verblichen ist und nur noch BS draufsteht. Wegen liberaler Affenköpfe wie dir ist dieses Land so im Eimer. Ich bin wieder aus dem Weltraum zurück, Leute. Da kannst du von Glück reden. Und wie war's, Dad? Oh, atemberaubend. Chris, mit 5 Meilen pro Sekunde um die Erde zu kreisen und den Sonnenaufgang über dem japanischen Meer zu sehen, ist einfach unbeschreiblich. Und ich hatte viel Zeit, mir einen abzuschütteln, was im Weltraum echt Spaß macht. Aber mit der Zeit kommst du dir vor wie in der Schneekugel. Wie wäre es, wenn du dein Benzin nicht für irgendwelche Albernheiten verschwendest, sondern es sinnvoll einsetzen würdest? Verlasst mein Land oder ich verprügel euch mit meinen mächtigen Ästen. Was soll der Quatsch her mit dem Ast? Au, runter von mir! Ja, du Verdammte! Du meine Güte, hört auf, euch zu schlagen! Hä? Ich werd verrückt? Das gibt's doch nicht. Selbstverständlich, Mr. Tucker. Schön, ihr beide werdet bestimmt sehr viel Spaß haben. Lächel nicht noch süßer, Diane, sonst kriegen wir alle Diabetes. Ach, leck mich, Tom. Kommt, Kinder. Und hier produzieren wir im Studio unsere Interviews mit Prominenten. Ich habe eben eins mit Dustin Hoffman geführt. Er ist so gut wie kaum zu kriegen, doch ich hab's geschafft. Dustin, es ist eine Weile her, dass ich Ihnen gesagt habe, wie gut Sie aussehen. Wollen Sie mich etwa verführen? Wie kommen Sie denn darauf, Dustin Hoffman? Aber Sie sind... Oh, da hast du mitgespielt? Aber ja. Wollen wir zu mir nach Hause gehen? Dann zeige ich's dir. Das fände ich spannend. Wir dürfen nicht zu laut sein, es schlafen alle. Setz dich. Okay, das hier ist meine Szene. Das ergibt doch keinen Sinn. Eindringlinge! Stewie, bist du da drin? Glaubst du, er ist da? Oh Gott, es sind Cleveland und Bob Hope. Naja, jetzt ist es schon passiert. Ich muss sie rausschaffen. Oder ich kette sie im Keller an und lass 24 Stunden lang den DirecTV-Hilfekanal laufen. Baseball ist der Sport, während dem man essen kann, oder? Ja, manchmal gucke ich eine ganze Folge Blacklist dabei. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie Baseball gespielt. Chris, du musst das machen. Du wirst es bereuen, wenn du nicht hingehst. So wie Evan, der Freund von Jesus, der das Abendmahl geschwänzt hat. Oh, die haben Gemälde gemalt? Wenn ich gewusst hätte, dass die das machen, wäre ich hingegangen. So, passt. Das ist ein Van Gogh-Druck. Ist der nicht wunderschön? Ja, ich habe mir oft vorgestellt, wie das Haus wirken würde mit etwas mehr Kultur. Der Portwein ist gut. Ja, sehr gut. In der Tat. Ausgezeichnet. Welcher Jahrgang? 51. Ah, absolut in der Tat. Ja. Ich glaube, ich habe mich selbst entzündet. Das tut mir leid. Das macht nichts. Ich habe dieses Leben ohnehin so. Dann ist es ja nicht schlimm. Ja, in der Tat. Regnet es etwa schon wieder? Na schön, Apartment Nummer 2. Ich werde das Schloss knacken. Was heißt das? Das heißt, benutzen wir die Augen, um zu sehen. Oh Mann, die haben hier Knusperflocken. Seine Mom muss ja so cool sein. Wahnsinn, und das ist eine Müllpresse. Hallo Leute, begrüßt alle meinen tollen, mir vom Staat zugeteilten Sozialarbeiter Vern. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Hey Peter, da hast du ja wirklich eine spitzenmäßige Superfamilie. Schlag ein! Oh ja! Sagen Sie, Vern, darf ich fragen, was genau Sie eigentlich tun? Ich bin hier, um meinem großen Freund Peter zur Seite zu stehen. Richtig, Peter? Richtig. Schlag ein! Oh ja! Fertig! Lois, Lois, sperr die Tür ab. Wieso? Das ist die Frau, die immer nur ein Stück probiert und dann flüstert, wie schlimm sie ist. Hi! Oh mein Gott, Sie haben Schokomacadamia-Nuss. Könnte ich nur ein kleines Stück probieren? Oh, ich bin so schlimm. Greifen Sie zu. Wollen Sie diesmal auch einen Keks kaufen? Oh, ich lasse es mal lieber beim Probieren. Ich bin so schlimm. Also dann, Peter, bist du bereit für den Rollenspielabend? Hier kommt Grimace!
Hast du ein paar Hamburger, die ich klauen kann, hä? Lois, der Hamburger stiehlt Hamburger. Grimace ist Ronald McDonalds zurückgebliebener Freund. Ach, komm schon, Peter. Du stehst auf Grimace mit dem Schandmaul, du... Peter, was zum Teufel ist das? Mein Keuschheitsgürtel. Ein Keuschheitsgürtel? Wozu in Gottes Namen brauchst du den? Oh, du musst diese Lamm-Tagine hier probieren. Hier. Oh, das nein, lieber nicht. Komm schon, wird dir schmecken. Nur ein Häppchen. Das war intensiv, was du gerade getan hast. Viele... Das hat sich als Fehler erwiesen. Nein, wir haben diese neue Matratze und Lois will sie nicht versauen. Was für eine Matratze ist es? Ich hoffe, ihr habt euch den Kauf gut überlegt, denn ihr verbringt ein Drittel eures Lebens darauf. Ich schwöre bei Gott, Joe. Die Lösung liegt doch klar auf der Hand. Wenn Lois auf der neuen Matratze nicht mit dir schläft, müssen wir dir die alte wieder besorgen. Oh mein Gott, Quagmire, das ist eine tolle Idee. Die alte Matratze wird sie bestimmt gern versauen. Aber die habt ihr weggeworfen. Die werdet ihr nie wiederfinden. Neil und Cecilia, mit euch habe ich hier gar nicht gerechnet. Darf ich vorstellen? Mein Freund Jake. Ich brauche Patronen. Mein Dad lässt mich auf Katzen schießen. Oh, hallo Mac. Neil und ich feiern heute unser zweiwöchiges Jubiläum. Ach, ich weiß es noch wie gestern, als er noch ein Fremder war und mich durchs Badezimmerfenster gefilmt hat. Bild dir nichts drauf ein. Das hat er mit mir vor 3 Jahren gemacht. Und er hat mir die Videobänder geschenkt. Ich sage es nur ungern, aber ich habe dich gewarnt. Was rede ich da? Ich sage es sehr gern, dass ich dich gewarnt habe. Boing! Hey, Stewie Griffin, das ist Stewie Griffin. Ist mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Tolles Outfit. Du übertreibst. Nein, wirklich. Dann gibt's eben einen neuen Hund. Viele Familien haben 2 Hunde. Hey, Brian, hättest du Lust, den Nachmittag mit mir zu verbringen? Na klar, das fände ich toll. Super. Ich hab ein neues Gewehr. Jetzt geht's los. Und ich dachte, wir gehen tief in den Wald, wo nie eine Menschenseele hin... Natürlich ist sie crackabhängig, aber das kann man nicht einfach sagen. Man muss die Leute intelligent dahin führen, damit sie es selbst herausfinden. Wir müssen den Leuten doch sagen, wie es ist. Wir müssen sie zu uns an Bord holen. Man kann keinen Sieg erringen, wenn die Leute nicht wissen, warum es falsch war, dass sie am Anfang gegen einen waren. Was für ein Weichei-Kommentar. Was haben Sie für ein Problem, Brian? Mein Problem? Mein Problem scheint zu sein, dass ich im Moment mit einem Pelosi-Fan rede. Was? Oh, hallo, Brian. Weißt du noch, wie ich mich beschwert habe, dass Lois und der Fettsack mich nicht mitgenommen haben? Ja. Und dann hast du gesagt, ich hätte es nicht drauf, Lois umzubringen. Also habe ich eine Simulation durchgeführt, was passieren würde, wenn ich Lois umbringen und die Weltherrschaft übernehmen würde. Und wie ist es gelaufen? Nicht gut, Brian. Nicht gut. Ich bin weder reif genug, Lois umzubringen, noch die Weltherrschaft zu übernehmen. Noch nicht. Ich kann das Bühnenbild malen. Darf ich mitspielen, Mom? Ja, du kannst den untersetzten Teenager spielen, der hinter der Bühne bleibt und weint, weil niemand ihn attraktiv findet. Hallo, Leute. Peter, rate mal. Man hat mich zu neu... Ich zuerst. Mr. Weed sagt, wer die beste Idee für das diesjährige Super-Weihnachtsspielzeug hat, bekommt einen saftigen Zuschlag. Hey, Dad, warum erfindest du nicht das Frisbee? Das ist ein Wahnsinnsding. Das ist doch bereits erfunden worden. Das ist eine Katastrophe. Ich darf nicht klein sein. Sonst bin ich ein Außenseiter wie Rudolf, das nicht beschnittene Rentier. Hör zu, Rudolf, es liegt nicht an mir. Es ist Dasher. Er hat sich beschwert und er ist der, der es die ganze Nacht vor der Nase hat. Ich weiß nicht. Mrs. Weihnachtsmann hat gesagt, ich kann danach weniger spüren. Ja, Moment, warum redest du mit meiner Frau darüber? Ich finde es wundervoll, dass du eine junge Dame gefunden hast, die sich auf dein Niveau herablässt. Wann darf ich sie kennenlernen? Nein, vergiss es. Oh, alles klar, verstehe. Sie ist eine Ätzkröte. Sie ist nicht ätzend. Oh, darf ich was fragen? Gilt bei ihr der Mondscheintarif? Was soll das schon wieder bedeuten? Soll ich dir erklären, warum bei ihr der Mondscheintarif gilt? Wenn's sein muss. Weil deine neue Braut hässlich wie die Nacht ist. Sie ist hässlich! Sie ist hässlich! H-E-S-S-L-I-C-H wie die Nacht. Sie ist hässlich! Leck mich doch. Bei der Bachelorette mitmachen wirst. Ja, sagtest du nicht, diese Shows sind dämlich? Sie sind dämlich. Aber bevor ich rausfliege, kriege ich ein paar Tage Essen und Saufen gratis. Ich kann Urlaub brauchen. Oh ja, vor allem, weil du dich hier so unglaublich abrackerst. Wie läuft's denn mit diesem Roman, an dem du arbeitest? Hä? Hast du schon einen großen Stapel Papier da liegen? Hey, Quagmire. Vielleicht erzählt uns der Komiker ein paar Witze über Boote oder Bootfahren oder Bootbesitzer. Ja, aber vielleicht erzählt er uns auch einen Schwank, was ein echter Idiot ist. Ach, Quagmire, du bist das, was die Spanier als El Terrible bezeichnen. Wieso bist du wütend? Ich wusste nicht, dass du Boote machst. Hey, ich hab Seemannsblut in den Adern, seit mein Urgroßvater Huck Griffin auf einem Floß den reißenden Mississippi runtergefahren ist.
Grandpa hat mir nur $1 geschenkt? Bedank dich schriftlich, Chris. Das Testament ist noch nicht geschrieben. Wow, $1! Noch 29 Cent und ich kann atemlos durch die Nacht auf iTunes kaufen. Nicht um's anzuhören, sondern um andere damit zu nerven. Niemand bekommt's mit, falls in der Kaffeetasse ist. Wow, du säufst schon am Morgen? Wer bist du? Hodakot... Na schön, Peter. Das Wichtigste bei einer Diät ist Willenskraft. Ich stell diese dampfende Pastete zum Abkühlen auf den Fenstersims. Egal in wie viele lockende Finger sich der Dampf auch verwandeln mag und egal wie sehr er versuchen sollte, in deine Nase zu steigen, ich will, dass du dem Drang widerstehst, dich in die Luft zu erheben und auf die Pastete zuzufliegen. Klingt gar nicht so schwer. Gut, stell dich da drüben hin. Hey, hier gibt's keine Truthähne, oder? Wir haben jeden Lebensmittelladen in der Stadt abgeklappert. Nein, wir verkaufen nur kleine Päckchen mit seltsamen Vitamintabletten, die so tun, als würden sie dir in der Kiste helfen. Mehr Kraft und Ausdauer für Männer. Ich weiß, was das bedeutet. Peter, das reicht. Komm ins Bett. Ist das nicht traumhaft? Ich habe gehört, die Serie war anfangs ganz anders konzipiert. Ja, in der ursprünglichen Pilotfolge war ich eigentlich der Star. Und sie hieß Chris Griffin, der Teen-Doktor. Sir, es tut mir leid, ich habe schlimme Neuigkeiten. Es kann nicht schlimmer sein als das, was hier drin steht. Den Joke habe ich improvisiert. Dabei hätte ich gar nicht reden sollen. Aber die haben nicht gewusst, dass ich privat schon seit Jahren Zeitungswitze gemacht habe. Wie läuft eure Freundessuche? Nicht gut, Lois. Freundessuche? Wir suchen einen Ersatz für Cleveland. Das neue Freundcasting läuft schon seit 3 Tagen. Ihr müsst keinen neuen suchen. Ich verbringe gern Zeit mit euch. Naja, also ich glaube nicht, dass das laufen wird, Brian, wegen dieser Quagmire-Geschichte. Quagmire-Geschichte? Tja, er hasst dich wie die Pest. Quagmire hasst mich? Hasst dich. Das kapiere ich nicht. Was sollte Quagmire gegen mich haben? Er findet, dass du nervst, so wie Leute, die immer nur von ihren Kindern erzählen. Okay, der Plan ist klar für alle. Wir gehen dahin und tragen die Bill Cosby-Masken. Peter, das ist Präsident Obama. Oh, war ich gerade rassistisch? Hallo, kann ich den Herrn weiterhelfen? Hi. Sie sitzen jetzt seit 5 Stunden im Auto vor meinem Haus und probieren Obama-Masken an. Kann ich irgendwas für Sie tun? Wir haben nur einen Einbruch in Ihr Haus vorbereitet. Wie war das? Hey, cooles Shirt. Was? Oh, danke. Ob es schicklich ist, wenn ein Mädchen einen Jungen um ein Date bittet? Natürlich kann man das machen. Es ist traurig und notgeil und ich würd's nie machen, aber du bist nicht ich, oder, Liebes? Nein, bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Warte mal, gib her. Hoffnung lässt die Raupe aus dem Kokon schlüpfen und den Lachsstrom aufwärts wandern. Das habe ich geschrieben. Du hast von mir geklaut. Du hast nicht gesagt, ich darf's nicht verwenden. Aber jetzt lernst du wegen meinem Text den Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen. Oh, ich wette, du kennst nicht mal seinen Vornamen. Ich weiß nicht. Mike? $100.000 Schaden insgesamt. Alles nur wegen deinem blöden Pferd. Können wir bitte nicht mehr über das Pferd reden? Es ist tot. Es hatte in der Aufregung einen Herzinfarkt und ich habe es vorschriftsmäßig entsorgt. Auch gedacht. Und wisst ihr was? Ich werde das tun, was mir mein Vater in meiner Jugend verboten hat. Ich beginne eine Modelkarriere. Hey, das ist fantastisch, Lois. Dann befriedige ich mich mit deinen Fotos. Ich auch. Ich auch. Oh Gott, Meg, das ist krank. Das ist deine Mutter. Ich wollte nur dazugehören. Raus hier. Verlass sofort dieses Haus. Ich sag dir raus. Wie praktisch, dass du Model werden willst. Es sind nur ich und mein treuer Hund. Wir sind ganz klar keine Irren. Siehst du, Brian? Ich hab's gesagt, wir werden ganz bald zu Hause sein. Hallöchen, Freunde. Gebt mir den Truthahn. Was? Ich kann nicht ohne Truthahn bei meiner Frau auftauchen. Ach ja, ich wette, das Ding ist nicht mal geladen. Das eben ist bestimmt ihre letzte Kugel gewesen. Aber jetzt haben sie keine mehr. Brian, gib ihm den Truthahn. Nun, da sind wir. Unser erster Tag bei Police Academy 4. Willkommen an der Police Academy. Heute lernt ihr eine Durchsuchung sämtlicher Körperöffnungen durchzuführen. Peter, du bist der Polizist und Quagmire, du bist der Verdächtige. Fangt an. Sir, ich verdächtige Sie des Drogenbesitzes und ich werde eine Leibesvisitation einschließlich Ihrer Körperöffnungen bei Ihnen vornehmen. Hosen runter. Peter, du musst deine Hosen nicht ausziehen. Doktor, was ist passiert? Wird er wieder gesund? Mrs. Griffin, Ihr Gatte hatte einen Schlaganfall. Die linke Seite seines Körpers ist vollständig gelähmt. Oh mein Gott, Peter, Liebling, wie geht es dir? Ich hatte schon bessere Tage, Lois. Bessere Tage. Hey, Lois, du im Bademantel? Ich habe gehört, dass Peter dich immer zwingt, ihn nackt zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich nur dadurch ausgleichen, dass du mich nackt siehst. Was?
Wirklich? Ja, wäre doch irgendwie fair. Das hört sich sinnvoll an, ich meine. Gut, dann mach dich bereit. Ja! Du dachtest, du würdest den Penis meiner Frau sehen, aber es war nur meiner. Du Idiot! Das ist das Gegenteil von dem, was ich sagte. Chris, du wirst dann Erfolg haben, wenn du kultiviert und weltgewandt bist wie unser Hund. Also wirst du von jetzt an immer Brian folgen und alles tun, was er tut. Was? Komm schon, Brian, du musst Chris zeigen, wie er besser wird als ich. Du warst auf der Brown-Uni, dein Buch wurde veröffentlicht und du hörst als Erster, wenn Joe aus der Wanne fällt. Das passiert in letzter Zeit öfter. Aber du hast wohl recht. Vielleicht bin ich es, der einen Diamanten aus diesem Stück Kohle formen muss. Du bist gefeuert, Griffin, weil du Firmeneigentum zerstört hast. Erzähl das meiner Zunge. Wenn ich nur wüsste, wie es sich anfühlt, mit ihm zusammen zu sein, nur einmal, dann könnte ich irgendwie damit abschließen. Naja, wenn Kent was mit deinem Bruder anfängt, kannst du dir von Chris alles im Detail beschreiben lassen. Oh mein Gott, das ist es! Was ist was? Wenn ich Kent nicht haben kann, dann ist das das, was am nächsten dran ist. Ich muss Chris dazu bringen, mit ihm zu schlafen. Oh nein, da kommt Mr. Davis mit einem seiner theoretisch nicht illegalen Annäherungsversuche. Was soll der Scheiß, Brian? Ich ertrage das nicht mehr. Meine Nachricht für Brian Griffin. Ich hab meinen Arsch verloren. Hast du ihn gesehen? Lass mich bloß in Ruhe! Stewie, hilf mir. Peter terrorisiert mich mit seiner Nacktheit. Du weißt, wie der Fettsack funktioniert. Er hört erst auf, wenn man ihn aufhält. Du kannst dem nur ein Ende machen, wenn du ihn mit seinen eigenen Waffen schlägst. Du musst dich ausziehen. Mac, du bist wunderschön im Inneren, aber du solltest deine Grenzen trotzdem kennen. Was meinst du? Man sagt, greif nach den Sternen, aber wenn wir das alle täten, wäre niemand mehr hier auf der Erde. Wahrscheinlich nicht. Haha, na siehst du? Chris, ich habe zugesehen, wie du von einem kleinen Kind zu einem jungen Mann gereift bist. Auch wenn das Leben manchmal schwer ist, vergiss niemals, nach den Sternen zu greifen. Hasen haben wir auch, aber wir werden vorn ein Schild aufstellen, auf dem steht Parkplatz nur für Steelers-Fans. Und manchmal tun wir so, als ob wir sauer auf unsere Gäste sind. Wenn sie New York Jets-Fans sind, sagen wir, oh, hoffentlich werdet ihr nicht abgeschleppt. Aber selbstverständlich lassen wir sie dann nicht abschleppen. Hör zu, es tut mir leid, dass Quagmire weggezogen ist, aber du kannst nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und dich besaufen. Ist nur deine Schuld, dass Quagmire sich in dich verliebt hat. Du mit deiner scharfen beigen Hose und deiner türkisen Bluse und deiner samtigen Stimme. Meine Schuld! Ja, es ist alles im Arsch. Ich habe meinen besten Freund verloren, meine Kumpels streiten sich und diese Braut in der Arbeit erzählt nur noch Lügen. Es tut mir leid, dass ich heute alles versaut habe. Ist schon gut. Ich habe mich auch wie ein Arsch aufgeführt. Ich wollte dich nicht anschreien. Ach, ich hab's verdient. Ich meine im Ernst, ich hab dein Auto in einem See versenkt. Und ich hab dem Kerl gerade das Genick gebrochen. Schneiden wir ihm die Beine ab, tunken ihn in braune Farbe und wir haben einen Truthahn. Nein, wir sind schon so weit. Machen wir's richtig. Mac, du bist das schönste Mädchen, das ich je kennenlernen werde. Du hast mir so viele wundersame Dinge gezeigt, die mir die Welt außerhalb meines Dorfes eröffnet haben. Aber hierher gehöre ich nun mal. Tut mir leid, wenn ich dich damit verletze. Ich liebe dich, Eli. Ich werde dich immer lieben. Wenn es das ist, was du tun musst, dann kann ich nur sagen, dass ich dich nie vergessen werde. Hi, Peter. Hi, Scott. Stell dir vor, ich habe ein Willkommensgeschenk für dich. Ta-ta-ta. Weißt du noch, wie du mir erzählt hast, dass deine größte Fantasie ein flotter Elfer ist? Oh mein Gott, ja, ich weiß, aber das hast du nicht getan. Und ob ich das hab? Juhu, Jungs! Hallo? Sekunde, ich frage. Da möchte jemand einen Sack Münzen sprechen. Au! Da! Wenigstens war er allein. Die kommen sonst immer zu dritt. Au! Kack! Au, verdammt! Glauben Sie, ich werde jemals wieder... Au! Mac, mein Schatz, was ist denn los? Mein Leben ist total ruiniert. Ich wurde heute zutiefst gedemütigt in der Schule. Wir würden gern einen kleinen informellen Überblick gewinnen, Kinder. Diejenigen von euch, die in den Frühlingsferien verreisen, sollen bitte auf die linke Seite rübertreten. Los que hassen Frühlingsferien, passen a la izquierda, por favor. Mama! Warum bist du nicht in deiner Kiste? Hey, Megan! Oh, hey, Leute. Hast du mich gerade Megan genannt? Das ist dein Name, oder? Eigentlich ist Mac die Abkürzung für was anderes. Peter, gibst du das bitte der Schwester? Aha.
ist. Roboter in Verkleidung. Hey, habt ihr schon von dem neuen Jungen gehört? Der Emo-Muslim? Alles klar, das war das letzte M&M. Sehr gut. Und jetzt warten wir. Peter? Oh, da liegt was Süßes. 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 Mann, ich hoffe, dass das James Woods ist, denn wenn ich da wieder drunter liege, dann werde ich echt stinksauer. Ach, es ist schön, dass du wieder auf deinem Platz liegst, Brian. Es ist schön, wieder hier zu sein. Was hast du eigentlich mit James Woods gemacht? Keine Sorge, Brian, der wird von echten Spitzenkräften untersucht. Von wem? Echten Spitzenkräften. Hast du Ferien zu dritt gesehen? Nein. Du bist kacke. Entschuldigung, wie viel Leistung hat dieser Grill hier? Oh Mann, dieses Baby? Mehr als Sie brauchen, weniger als ich will. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen kleinen Einkaufswagen, mit dem ich diese gigantische Holzplatte rumfahren kann? Ich glaube, auf dem Parkplatz. Wo finde ich denn Verlängerungskabel? Gang 25. Da war ich gerade. 26. 26 gibt's nicht. 15. Also Gobi steigt auf die Hebebühne. Lasst euch nicht stören, ich nehme nur einen Bodensaft. Ich trinke meinen Schwarz, schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Sünde, ihr wisst schon. Hab mich noch nicht vorgestellt, die Jungs in meinem Team nennen mich den Hammer. Brian, du hast keine Pause. Geh raus und bedien die Kundschaft. Brian? Sind Sie mein Vater? Der Typ... Raus jetzt, los! Ja, Sir. Der hat keine Ahnung, wie hart ich arbeite. Ein Vogel ist ja super! Das aktuelle Gebot liegt bei $200,000. Oh mein Gott. Zum ersten, zum zweiten, verkauft für $200,000. Nicht vergessen, bei Zahlung mit Visa Gold erhalten Sie einen Rabatt. Das nächste Exemplar ist offenbar frisch eingetroffen. Sie finden es nicht im Katalog. Was zum... Na schön, Leute, schmeißt die Disco-Kugel an und spielt meine CD ab. Jetzt geht's los! Ja, das ist geil. Gefällt euch das? Wir sind bei 50.000 und 75.000. Danke, Brad Ratner. Bietet jemand 100.000? Oh, drauf gepfiffen. 500.000. Wir sind bei 500.000. Zum ersten, zum zweiten, Verkauf an den Mann, der nicht versteht, wie Auktionen laufen. Das war ein Spaß. Wie Sie bezahlen? Oh, ich habe kein Geld. Können wir das vielleicht anderweitig... Regeln? Moment mal, irgendetwas hier nicht stinken. Sie nicht, Araber. Sie zwei kommen mit mir. Das nächste Mädchen ist perfekt für Sie, wenn Sie eine Sexsklavin wollen, aber kein Geld für eine Sexsklavin ausgeben wollen. Das ist sie, Mac. Was Sie wohl bei ihr für eine Musik spielen? Ja, passt irgendwie. Grundregeln fest. Nicht die Augen zumachen und so tun, als ob man nachdenkt. Peter! Ich hab nachgedacht. Ihr werdet verlieren. Ich muss aufs Klo. Wo ist die Toilette? Hier ist sie, Peter. Die Brille ist nicht bezogen. War ein Witz. Ich bin nicht anspruchsvoll. Ah, geh weg! Das heißt, es sind nur noch wir beide. Ja, und die kleine Sharon Stone aus Casino. Du verdammtes Schwein! Ich geh zum FBI! Ich geh zur Polizei! Quagmire, Hilfe! Ich sehe sie nicht. Ich kenne nicht mal den Film. Was? Oh, verdammt. Ich bin doch nicht zuerst eingeschlafen, oder? Was ist passiert? Oh, warte! Hast du geschlafen? Hab ich gewonnen? Ich hab gewonnen! Wir waren alle todmüde. Kein Mensch kann beweisen, wer zuerst eingeschlafen ist. Sieht aus, als hätte Peter gewonnen. Bettschulden sind Ehrenschulden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Peter. Was wirst du mit deinem Gewinn anfangen? Joe, stell mir keine Fragen über Geld. Das ist unhöflich. Wir werden essen gehen. Brian, dieser Film erscheint mir nicht ganz passend für ein Baby. Nicht ganz passend? Du bist mit mir in Magic Mike XXL gegangen. Ach, der Sitz ist feucht.
Der hier auch. Auch feucht. Ah, der ist trocken. Aber die Rückenlehne vom Sitz davor ist feucht. Hey, Lois! Psst. Leise, Brian. Mom macht ein Nickerchen auf der Couch. Ja, und guck doch, sie ist mit der Katze auf der Brust eingeschlafen. Ist das nicht süß? Miau. Ich glaube, du träumst. Nein, tue ich nicht. Da wir Weiße sind, die irgendeinen Schwachsinn veranstalten, brauchen wir alle eine GoPro. Ja, geile Scheiße. Oh, wir verlieren die Spur. Wir drehen. Dad, ich hab Angst. Wir fahren rückwärts. Bin ich der Einzige hier, dem die Geschwindigkeit unheimlich wird? Peter, bist du wahnsinnig? Du hättest die ganze Familie... Stewie, komm, wir gehen in die Warwick Mall. Stewie? Ich will Schoko probieren. Nochmal. Lassen Sie den Eimer hier. Santa ist der Beste. Ich werde mir ein Fahrrad wünschen. Ich bin auch begeistert von Santa. Gelobt sei der großartige Santa Claus. Ja, der Typ hat's kapiert. Augenblick mal, das Geräusch klingt negativ. Santa ist ein Guter, nur weil er eine Liste hat? Wisst ihr, wer auch eine Liste hatte? Hitler! Mein Onkel, der in die Wildnis von Idaho gezogen ist, sagt, Hitler war ein toller Mann. Da bist du ja. Wir müssen Santa in einem anderen Einkaufszentrum besuchen. Ich kann nicht wieder zu Santa, Mann! Ich kann nicht! Hallo nochmal. Hi. Das ist der Typ, der vorhin im Damenklo gepinkelt hat. Stewie, wenn das vorbei ist, kaufe ich dir ein neues Spielzeug. Meg, wenn das vorbei ist, dann stecke ich mir Steine in die Hosentaschen und laufe in den Springbrunnen. Wie lange wird das noch dauern? Ich weiß nicht, 400 Minuten? Ein Grund, warum ich als Aushilfself arbeite, ist, dass ich Zeit nicht gut schätzen kann. Der Nächste. Siehst du? 400 Minuten. Selbst eine kaputte Uhr steht 6-mal am Tag richtig. Er hat Angst, deswegen muss ich hier sitzen. Würden Sie ein bisschen mit dem Knie wippen? Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Kommen Sie schon, das geht auch fester. Ich fühle mich dabei nicht bitte. Sehr... Bitte! Es ist Weihnachten, bitte! Was hat das damit zu tun, dass tu ich... Tu es einfach! Die klitzekleine Spinne kroch auf den Wasserhahn. Warten Sie, das funktioniert nicht. Waren Sie gestern Abend in der Quahog Mall? Nein, gestern Abend habe ich vor der Wohnung meiner Ex-Frau geflennt. Ich habe gesoffen und bin hin, um sie anzuschreien. Der ist es wohl nicht, Meg. Die sagten, mein Santa ist hier und Sie sind es nicht. Es tut mir leid. Das geht mir immer so. Ich wurde dazu geboren, Frauen zu enttäuschen. Und wo ist er? Wo ist mein Santa? Ich weiß es nicht! Ich muss ihn finden! Er hat mich zur Frau gemacht! Wo ist er? Er ist ein Betrüger! Ein großer, fetter Betrüger! Entschuldigen Sie, Ma'am. Sie haben genau 600 Minuten, um von hier zu verschwinden. Aber Sie verstehen nicht! Eins, zwei, 600 Minuten, das war's. Security? Warum habt ihr so lange gebraucht? Lasst mich los! Kraft der Befugnisse, die mir vom Kaufhauskopf verliehen wurden, verbanne ich Sie hiermit aus dieser Mall und aus allen anderen Malls des Landes. Warten Sie! Ich brauche meinen kleinen Bruder! Stewie! Es wird Zeit, in himmlischem Frieden zu schlafen. Ach. Wow! Der Kleine ist ganz schön feucht hinter den Ohren! Ein klassischer Woody! Das ist Woody! Wie kannst du so sicher sein, dass Mom auf dem asiatischen Berg ist? Die Szene, in der wir es rausgefunden haben, wurde geschnitten. Vertrau mir. Fühlt sich an wie in Rocky, ha? Huh? Huh? Okay. Seht nur, wir sind fast da. Es ist mir sogar egal, dass ich mein Handy in der Tasche habe. Ich hatte zu viel. Und dann hatte ich gar nichts.
Und dann war das nicht genug. Lois! Lois, tu's nicht! Machst du das echt nur, weil ich so viel Zeug hatte? Nein, Peter! Komm nicht näher! Bitte spring nicht! Bitte! Ich liebe dich! Fühlt sich an wie Cliffhanger, ha? Huh? Ha, huh, Chris? Okay! Oh mein Gott! Lois, alles okay? Es geht mir gut! Es geht mir gut! Alles ist gut! Der Müll hat mir das Leben gerettet! Ich bin Müll! Alles ist Müll und Müll ist einfach wundervoll! Wenn Mami labil ist, dann fühle ich mich unsicher. Wir sind so froh, dass du dich nicht umgebracht hast. Ich wollte nicht springen, du Idiot. Ich wollte hier nur nachdenken und habe deinetwegen das Gleichgewicht verloren. Aber auf dem Müllhaufen ist mir klar geworden, dass er mir das Leben gerettet hat. Nicht nur gerade eben, er rettet mir das Leben jeden Tag. Die Freude, die du in allem findest, die Tatsache, dass jedes kleine Ding, das du siehst, dir Freude bereitet. Das ist die richtige Einstellung, Peter. Und ich will ab jetzt mit dieser Einstellung durchs Leben gehen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Lois. Und jetzt gehen wir nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, in meinem eigenen Bett zu schlafen. Lass das ruhig stehen. Wir kümmern uns später drum. Oh, okay. Danke, Mom. Das Entrümpeln hat eine Zeit lang Spaß gemacht, aber dann ist es außer Kontrolle geraten. Irgendwie hat mir eine Idee aus einem 2-Minuten-Gespräch in einer Morgentalkshow doch keine Befriedigung im Leben verschafft. Es hat auch sein Gutes. Unser karges weißes Zimmer sieht aus wie das von John Lennon und Yoko Ono bei Imagine. Imagine ist zu teuer. Stellen Sie sich vor, dass es Imagine ist. Boop, boop, diddly-dee-dee-dee, Imagine, Imagine. Religion ist scheißegal und jeder Scheiß ist schlecht. Und Brian, wie geht's Frank Sinatra Jr.? Seht ihr zwei euch noch? Nein, er ist gestorben. Das werde ich nie vergessen. Es war Spiro Agnews Geburtstag. Wow, wie ich sehe, ziehst du die japanische Paravan-Nummer durch. Ja, ich schätze es, mich als Silhouette umzuziehen, während ich ein Gespräch weiterführe. Entschuldigst du mich bitte? Und, wie war dein Flug? Er war okay. Ich hatte einen Aufenthalt in Atlanta. Was machst du da hinten bitte? Ich schlüpfe nur in etwas Bequemeres rein. Was hältst du von einem Schlummertrunk? Ich glaube, ich habe... Wer ist das? Darf ich um Privatsphäre bitten? Was zum Teufel war das? Ich habe sehr viel Geld, Brian. Lass uns weiterreden, während ich eine dampfige Dusche nehme. Bittest du, ich habe dich seit fast 50 Jahren nicht gesehen. Und du hast nicht mal gesagt, wie gut ich aussehe. Du siehst gut aus. Und das dank mir. Ich habe eine Pille erfunden, um dein Leben zu verlängern. Sie heißt Semper Fifi. Was? Warum? Möchtest du diesen putzigen Namen gar nicht kommentieren? Ha. Was? Warum? Ich hab's in dein Futter geschmuggelt, damit du lang genug lebst, um zu sehen, dass die globale Erwärmung Schwachsinn ist. Oh mein Gott, wir lagen sowas von falsch. Wenn überhaupt, ist es viel kälter geworden. Ja, und deinetwegen haben wir jetzt diesen Präsidenten Eisbär. Präsident Eisbär, wollen Sie die Robbenjagd wirklich legalisieren lassen? Dazu sage ich nur eines. Fake News. Keine weiteren Fragen. Mr. Präsident Eisbär! Machen Sie weiter Werbung für Kondensmilch? Ich glaube, der Präsident hat alle Ihre Fragen beantwortet. Also eins verstehe ich nicht. Warum wolltest du, dass ich so lange lebe, wenn du mich sowieso verlässt? Es ging nicht um dich, Brian. Ich hab's dort nicht mehr ertragen. Das war deine Familie, Stewie. Ich bin wohl einfach kein Family Guy. Mom und Dad wollten immer, dass ich jemand bin, der ich nicht war. Stewie Griffin, komm auf der Stelle her! Ja? Tja, ich habe unsere Fotos für die Weihnachtskarte bekommen. Willst du mir verraten, was du mit deinen Händen machst? Gar nichts. Ganz genau, gar nichts. Und was steht als Text oben auf der Karte? Frohe Weihnachten und ein schockierendes neues Jahr. Und was macht jedes andere Familienmitglied mit seinen Händen? Den Schocker. Richtig. Hör zu, Stewie. Ich bin ein cooler Dad. Es könnte mir egal sein, was du mit deinem kleinen Finger machst. Ehrlich.
Aber schockierend ist es nur mit dem Mittelfinger. Hast du kapiert? Verstehst du, was ich sage? Selbst wenn es nur einer ist, ist es okay. Aber einen musst du ausstrecken. Ich glaube, es ist in Ordnung. Es wird bestimmt keinem auffallen. Oh. Aus diesen Gründen bin ich gegangen. Das liegt schon sehr lang zurück. Du musst wieder nach Haus kommen. Stewie, Peter liegt im Sterben. Was? Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Wirst du zu ihm fahren? Natürlich. Er hat mich mal gebeten, dass ich, falls er krank wird, seinen Google-Verlauf lösche. Peter Griffins Suchverlauf. Puh der Bär. Puh der Bär Jacke. Puh der Bär Vintage Jacke. Puh der Bär College Jacke. Puh der Bär Regenjacke. IA Jacke. IA Vintage Jacke. IA College Jacke. Milchgebende schwangere Latinas. Wow, das hört sich anders an. Ferkel Bleistiftradierer. Okay, wieder in der Spur. Rucksack mit allen Figuren aus Puh der Bär. Oh, Krebssymptome. Ja, Husten mit Blut, Schmerzen im Unterleib, Puh der Bär Sarg, ja, er ist krank. Da wir gerade dabei sind, sehen wir uns deinen Suchverlauf an. Nein, Stewie, das ist... Spiro Agnew Geburtstag. Merkwürdig, dass du mich mit so etwas beeindrucken willst. Ich freue mich über deinen Besuch. Brian macht gerade Frühstück. Jawohl, freu dich auf Eier à la Brian. Rührei mit einer Scheibe Toast. Was? Was ist daran à la Brian? Das ist nur... Das ist toll, das ist ganz toll, Brian. Ich freue mich sehr auf dieses exklusive Frühstück. Cool, cool. Wie viele Kleckse Ketchup willst du? Das überlasse ich dem Koch. Gut, wie lange läuft das zwischen euch schon, Dad? Hör zu, Glenn. Ich weiß, du musst erst mal damit zurechtkommen und du und Brian, ihr wart nicht immer die besten Freunde. Naja, das würde ich so nicht sagen. Er hat nur eine starke Persönlichkeit. Also, Denver Airport, auch bekannt als Mile High. Ja, weil eine Meile über dem Meer liegt. Der O'Hare Airport. Warum steht auf dem Ticket ORD? Weil er ursprünglich mal Orchard Field hieß. Wirklich? Ha. Und warum heißt Wilkes Bar Scranton AVP? Ich werde nicht jeden Flughafen mit dir durchgehen, Brian. Brian dachte, ihr beide könntet den Nachmittag miteinander verbringen und ich halte das für eine gute Idee. Ja, Quagmire, was sagst du? Ja. Na gut. Ich glaube, das kriege ich hin. Großartig. Oh, der Ketchup ist heiß. Was andere kalt servieren, mache ich heiß. Und deswegen Allah. Das ist Kacke. Ich will hier nicht sein. Komm schon, wenn ich mit deiner Mom zusammen sein will, müssen wir etwas Zeit miteinander verbringen. Tag, wir haben zwei Gästekarten von einem Museumsmitglied, Ida Davis. Ich finde keine Ida Davis. Und ein Dan Quagmire? Lieutenant Dan Quagmire? Ach, der Lieutenant. Wie geht's ihm so? Hat er noch seinen Penis? Nein, hat er nicht. Und das ist eine sehr seltsame Frage. Ich bin seltsam. Ich arbeite im Museum. Siehst du? Ist nicht so übel. Es ist hier drin wie nachts im Museum. Wieso? Naja, wie die Typen alle lebendig werden. Wer denn? Naja, die Typen, du weißt schon, wenn's Nacht wird. Du hast den Film nicht gesehen, hä? Nein. Warum beziehst du dich auf etwas, von dem du nicht das Geringste weißt? Es hat mich einfach nur daran erinnert. Brian, erwähne das nicht gegenüber jemandem, dessen Lieblingsfilm es ist. Du wirst dich nur grenzenlos blamieren. Das war ein naturgeschichtliches Museum. Das ist ein Wissenschaftsmuseum. Glaubst du, diese Gezeitenkarte erwacht? Glaubst du, dass dieser Mondstein in diesem Raum eine brillante Performance hinlegen wird, wie Robin Williams als Teddy Roosevelt? Mögen sie beide in Frieden ruhen? Sei äußerst, äußerst vorsichtig, was nachts im Museum betrifft. Okay, dann lassen wir das Spiel beginnen. Es passt noch so wie früher. Wann früher? Danke, dass du die Grillparty hier schmeißt. Es tut den Jungs gut, diese Zeit miteinander zu verbringen. Okay, spielen wir Kinder gegen die Eltern. Los, wir machen diese Kinder fertig. Oh, da ist jemand im falschen Team. Die Kids von heute wollen so schnell erwachsen werden. Deine Zeit wird kommen, glaub mir. Ich bin älter als die Erwachsenen. Ich bin älter als ihr alle. Ich wette, es kommt dir manchmal so vor. Rüber mit dir, Champ. Na schön, als einziger Erwachsener in einem Team voller Kinder werde ich mich verständnisvoll verhalten, während ich dezent wütend über alle eure Fehler werde. Okay? Break auf drei. Eins, zwei, drei. Break! Break! Konzentrier dich! Können wir uns einen Moment konzentrieren? Und wir drehen uns alle in dieselbe Richtung. Gut, ich sag die Spielzüge an, während ich meinen Mund mit dieser Playcard verdecke. Peter, das ist keine Playcard, das ist eine Speisekarte. Wir spielen Speckburger mit Pommes auf drei. Peter, warum gibst du es nicht zu? Du stehst immer noch auf Lois. Das sieht doch jeder. Nein, wir sind getrennt. Wir sind nur noch Freunde. Zurückblickend wird mir klar, dass er recht hatte. Aber die 90er waren aufregend und wir wollten alles erleben, was sie zu bieten hatten.
Leute, es gibt ein tolles Konzert in der World Trade Center Plaza dieses Wochenende. Wirklich? Wer spielt denn? Die haben Korn, Cranberries und Cake. Oh, das klingt köstlich, aber wer sind die Bands? Die fangen an mit Korn. Sollte Korn nicht zum Schluss kommen? Den trinkt man am Schluss? Cake kommt am Schluss, das ist nicht so leicht verdaulich wie Korn. Was für ein Quatsch, man trinkt einen Korn, um die Verdauung anzuregen. Nirvana. Auch wenn du mir jetzt mit Buddhismus kommst, das mit der Reihenfolge ist trotzdem vollkommen falsch. Ich war auf einem Red Hot Chili Peppers Konzert. Auf Chilis würde ein Korn auch gut passen. Welche Band ist drüben in Europa so populär? Fettes Brot. Darauf braucht man zwei Korn. Es war eine verwirrende Zeit in der Musik. Gut, Zeit für eine neue Szene. Wir leiten über mit einer 90er-Jahre-Gitarreneinspielung, die viel zu lang ist. Hey, warte, Chris, ist noch nicht fertig. Okay, weiter geht's. Womit hast du dein Geld verdient, Dad? Unsere Berufe waren nie wichtig. Es war irgendwas Geschäftsmäßiges. Aber trotz der Trennung schlich ich mich manchmal ins Internet, um mit eurer Mom zu flirten. Tja, ich streich mir jetzt vor dem Spiegel mit dem kleinen Finger die Locken aus dem Gesicht. Willkommen. Sie haben Post. Ja gut, aber ruhig jetzt. Sie haben Pornopost. Peter, hör auf, mit der Frau zu flirten, die eindeutig deine Freundin ist, und guck mit uns Riesenkastenfernsehen! Wir guckten alle Akte X, was der letzte Erfolg von Fox sein sollte. Und es war die Blütezeit der Multikamera-Sitcom. Und Paul Reiser, ihren König, musste man angucken. Vielleicht esse ich diesen Joghurt. Der steht da seit unserer Hochzeit drin. Vielleicht tue ich's nicht. Peter, gib's zu, du bist immer noch verliebt in Lois. Jedes Mal, wenn du sie siehst, macht's Zing! Das ist, glaube ich, das Geräusch, wenn man von seinem Ständer hochgehoben wird. Ja, aber wir hatten beschlossen, andere Leute zu daten. Aber nur, weil sie keine Lust mehr hatte, länger auf dich zu warten. Hör zu, sie liebt dich, aber sie wird nicht mehr ewig warten. Ich wusste, sie hatten recht. Eure Mom war die Einzige, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen wollte. Also sparte ich und ein paar Monate später kaufte ich einen Ring. Und wie war's? Hat dir dein Pesto mit Pesto geschmeckt? Beantwortet dieses Lächeln deine Frage? Lois, es gibt etwas, das ich dich fragen will. Willst du mich heiraten? Ach, Peter, es tut mir sehr leid, aber ich bin schon mit Tom Tucker verlobt. Ausgestochen von Tom Tucker. Das ist furchtbar. Wie findest du das 90er-Jahre-Star Joey Lawrence? Okay, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass Blossom aus dem Showbusiness aussteigen wird, um Doktor in Neurowissenschaft zu machen und dann zurückkommt und 15 Millionen Dollar im Jahr verdient? Während du 20 Jahre durchschuften musst, all deine Haare verlierst und pleite gehst. Wow! Ja, da war es doch! Genau das! Genau das wollte ich hören. Ah, das Fest zu Ehren von San Gennaro. Jedes Kind hier hat erlebt, wie ein Verwandter in einem Barbierstuhl ermordet wurde. Treten Sie näher! Bringen Sie einer alten Italienerin bei, wie man ein iPad benutzt. Das hört sich doch lustig an. Muss ich versuchen. Hey, alles gut bei dir? Guck mal, was ich für dich hab. Was ist das? Das ist ein Tablet-Computer. Den will ich nicht. Aber du weißt doch gar nicht, was das ist. Ich will es nicht. Du kannst damit Filme angucken. Meine Augen tun weh. Ich versuche hier nur nett zu sein. Zum letzten Mal, ich will es nicht. Ich wette, wenn Joey ihn dir geben würde, würdest du ihn nehmen. Zieh ihn da nicht mit rein. Joey war ein guter Junge. Oh ja, ja, Joey war ein guter Junge. Glaubst du, er hat 100 Riesen im Jahr mit Nasenbohren verdient? Fang nicht damit an. Er war eine Ratte, Ma. Ich will das nicht hören. Ich werde das nicht hören. Er war ein Engel. Oh, natürlich. Engel Joey. Toller Joey, perfekter Joey. Ich muss jetzt in die Kirche. Schön, zünd noch eine Kerze an, als ob ihn das zurückbringen würde. Werd bloß nicht frech. Das wäre dir lieber, wenn ich in dem Auto gesessen hätte, statt ihm. Nimm deinen kleinen Fernseher und hau ab. Es ist ein iPad, du dumme Kuh. Oh, jetzt habe ich wirklich keinen Sohn mehr. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma, Ma. Hey, Bri, guck mal. Der Typ sieht wie Frank Sinatra Jr. aus. Das ist ein Italienerviertel. Hier sehen alle wie Frank Sinatra Jr. aus. Und wer ist der Typ, der wie ein junger Frank Sinatra aussieht? Das ist Woody Allen's Sohn, aber du hast recht. Der Typ hinter ihm ist Frank Sinatra Jr. Stewie, Elliot. Ich heiße Brian. Wir sind uns schon sehr oft begegnet. Und wer ist dann Elliot? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Egal, was wir vorhaben, es geht schlecht los. Sag mal, was bringt euch Jungs zu diesem Festival? Mein Vater fährt gern weit für gecrushtes Eis mit farbiger Flüssigkeit drin. Die haben blau. Und wir alle lieben italienisches Essen. Oh, ihr mögt italienisches Essen. Wollt ihr ein Hackbällchen? Ich verzichte dankend, aber es ist ein Jammer, dass wir in Coho kein gutes italienisches Essen bekommen. Tja, vielleicht sollten wir drei dort ein italienisches Restaurant eröffnen. Unser eigenes italienisches Restaurant? Das klingt fabelhaft!
Du hast Hackbällchen in deinem Sakko? Oh ja, alle meine Taschen sind mit Alufolie ausgekleidet. Habe ich von meinen alten Kumpels gelernt, Dean Martin Jr., Joey Bishop Jr. und Sammy Davis den Dritten. Hey, wo ist Chris? Da drüben in der Jahrmarktbude. Treten Sie näher und versuchen Sie Ihr Glühbein. Nimm deinen Hammer in die Hand. Hallo, 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 hallo. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh mein Gott, Chris verliert die Kontrolle. Ich weiß, es geht ihm genauso wie mir, wenn ich dich in Unterwäsche sehe. Oh. Ja, ich stehe auf dich, ja. Kannst du der Giraffe zu Hause nicht noch eine Chance geben? Für jede, die sie verkaufen, wird eine Giraffe in der Wildnis gerettet. Tut mir leid, Giraffen. Die haben nur eine gekauft. Sie haben sie zurückgegeben. Kann dich aufheitern. Wir hören lustige Morgenshow im Radio. Sie hören rückwärts KFMB. Ich bin der Penis. Und bei mir ist Popo. Hallo, Popo. Ha, Humor. Jetzt Zeit für von Regierung erlaubten Telefonstreich. Was? Funktioniert Ihr Kühlschrank? Ja. Sie haben sehr viel Glück. Ich habe eine Tasse gemacht, auf der weltbester Sohn steht. Wenn er die bemerkt, werden wir bald wieder ein Herz und eine Seele sein. Was steht auf der Tasse, Chris? Weltbeste Sonne. Diese Welt hat nur eine Sonne. Was für ein Idiot hat diese Tasse gemacht? Ich bin durch Musik sehr leicht beeinflussbar. Mein Gott, Dr. Hartman, gibt es keinen anderen Weg? Ich fürchte nein, Mrs. Griffin. Ich mach's. Was? Ich mach's. Du bekommst meine Nieren. Aber Brian, du würdest sterben. Peter, du bist mein bester Freund. Du gabst mir ein Zuhause, als ich keines hatte. Und hast mich seitdem als Familienmitglied behandelt. Ohne dich wäre ich gar nicht hier. Ich wäre sowieso tot und würde unter irgendeiner Autobahnbrücke liegen. Du könntest Peter beitreten. Mir beitreten? Nein, Peter, der Organisation. Welche Organisation? Peter. Was? Peter ist ein Akronym, Peter. Bin ich nicht, ich bin katholisch. Passiert das gerade wirklich? Nein, ich meine nur, wenn Brians Versammlung gut läuft, kann er vielleicht bei einer Kundgebung von Peter mitmachen. Wann veranstalte ich eine Kundgebung? Nein, von Peter. Was bin ich? Ich bin Peter. Ich spreche aber nicht von dir, Peter, ich spreche von Peter. Wenn mir nicht verdammt bald irgendjemand hier etwas erklärt, dann werde ich euch gleich was erklären. Ich glaube, Betty White ist in Peter. Das ergibt nicht mal einen Sinn. Ich will es dir zurückzahlen. Im Ernst, ich bin nur ein Hund. Ich habe höchstens noch 8 Jahre. Und die gebe ich gern auf, wenn du dafür noch 40 hast. Brian, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du rettest mir das Leben. Du hast meins gerettet. Und hey, wir hatten tolle Jahre zusammen. Ja, wie hatten wir, Kumpel? Peter, wenn du mit der Achterbahn fahren willst, wirst du eine Diät machen müssen. Eine Diät, hä? Und wie geht sowas? Na ja, fang an, Buch darüber zu führen, was du isst. Na gut, wenn ich dadurch in diese Achterbahn komme, dann mache ich eben eine Diät. Und ich höre erst auf, wenn ich so gut aussehe wie meine Tante, Beine bis zum Hals, Griffin. Hey Baby, gehen deine Beine etwa bis zum Hals? Aber ja, das tun sie. Ah, oh mein Gott, du bist ein Monster. Komm zurück, ich lass dich auch in meinen Hinterkopf rein. Oh Gott, ich vermisse Peter schrecklich. Schwul oder nicht, ich wünschte, er wäre noch hier. Mir fehlt Dad auch, Mom. Aber wir werden es schon schaffen. Wir halten zusammen. Ja, viel mehr als eine asiatische Familie. Bist du schon Doktor? Nein, Dad, ich bin 12. Red mit mir, wenn du Doktor bist. Peter, du hast wohl etwas zu viel erwischt. Vielleicht solltest du dich zurückziehen. Was redest du, Lois? Es ist Feiertagstradition, dass sich Väter an Thanksgiving besaufen. Ich arbeite hart, um ein Füllhorn auf den Tisch zu bringen und du präsentierst dein Fußgelenk jedem dahergelaufenen Tom. Tom und noch einem Tom hier im Dorf. Sprich nicht auf diese Weise mit Mutter. Das reicht, der Gürtel kommt zum Einsatz. Während der letzten 2 Wochen habt ihr beide euch immer nur gestritten. Wie wäre es, wenn ihr euch eine Auszeit nehmt? Kommt mit nach Martha's Vineyard und seht zu, wie mir der Preis überreicht wird. Wow, das hört sich wahnsinnig verlockend an. Moment, das hört sich wahnsinnig teuer an. Können wir nicht was Nettes hier zu Hause machen? Hier kann man sich auch entspannen. Hey Leute, ich habe beschlossen, Basstrommel spielen zu lernen. Ich fange an zu packen. Also, Mac, als amerikanischer Staatsbürger muss man eine klare Meinung zu gewissen wichtigen politischen Themen haben. Wie stehst du zur Abtreibung?
Ich stehe meistens so. Ja, besorg sie ordentlich, alter Mann. Vielleicht sollten wir es aufschieben, noch ein Kind zu bekommen. Ja, mag sein, du hast recht. Nein, 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 du musst seinen Samen empfangen. Komm sofort wieder her, du fetter Bastard, und mach's ihr! Was hast du da eben gemacht? Nein! Du hast meinen Bruder umgebracht! Das Funkeln, er lebt noch. Tja, gut gelaufen, Spermbruder, gut gelaufen. Hey, Babe, wie sieht's aus? Machen wir Samstagabend einen drauf? Stewie, was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich jetzt für andere Männer interessiere. Ach ja? Ich sag dir, wofür du dich interessierst. Mieses Aussehen. Stewie, das war ziemlich gemein. Nein, gemein wäre es gewesen, wenn ich zur Begrüßung gesagt hätte, oh, hey, Ray Liotta, ist Olivia zu Hause? Oh, warte, du bist ja Olivia. Verstehst du? Ich hätte dich für Ray Liotta gehalten, weil deine Haut eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Zierkürbis hat. Also, dann hol ich dich um 7 ab. Das hört sich toll an. Ach, ich kaufe so gern in der Weihnachtszeit ein. Ugh, diese Schnellrestaurants sind so deprimierend. Man sieht immer, welche Väter von ihren Söhnen enttäuscht sind, weil sie beim Essen immer noch ihre Jacken anhaben. Wie schmeckt's dir, Dummkopf? Leider ist Fressen nicht Mathe, sonst könnte ich wenigstens stolz auf dich sein. Ich möchte bei Mom leben. Ich weiß, ich auch. Ach, es ist wirklich schwierig, Cleveland zu ersetzen. Ich vermisse ihn. Peter hat recht, wir müssen einen neuen Schwarzen finden. Ja, sonst sind wir nur ein paar langweilige weiße Typen wie in einem Londoner Gentleman's Club. A few moments later. Wenn ich aus der Quarantäne rauskomme und es in die nächste Stadt schaffe, kriege ich vielleicht den Impfstoff, den ich brauche. Stewie, ich bin du aus der Zukunft. Du musst sofort aus der Stadt raus, bevor du krank wirst. Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Eigentlich bin ich hier, weil ich weiß, dass du Klebstoff hast. Gib mir den Klebstoff. Stewie, hör mir zu. Mach niemals im Leben diese Sache, die ich so liebe. Was klingelt da? Joe, dieses Klingeln, das kommt aus deinem Rücken. Du hast recht. Das ist ja unglaublich. Dr. Hartmann hat sein Handy bei der Operation in seinem Rücken vergessen. Oh Gott sei Dank. Ich höre dieses Klingeln schon die ganze Woche und hab gedacht, ich bin verrückt geworden, weil der Irre mich immer anschreit. Deine Mutter ist eine Hure! Das habe ich dir im Vertrauen erzählt, Gary. Am besten wehrt man sich gegen einen Schlägertyp, indem man sich mit ihm anfreundet. Seht zu und lernt. Hey, was geht ab, mein Freund? Wenn du jemals eine Einweisung in die örtliche Brautszene brauchst, dann frag mich. Ja, mach ich gern. Saugeil! Habt ihr Leute kein Badespielzeug? Hier, ein Rassel. Das ist verschreibungspflichtige Medizin. Und auf dem Etikett steht nicht mal ihr Name. Was ist das? Was ist hier drin? Ist Jambohne. Jambohne? Und was ist... Das ist ja ein Hühnerbein. Soll das hier etwa eine Suppe werden? Für Quinceañera. Große Party. Viele Menschen. Oh mein Gott. Ei und Perro aquí. Hundi es aquí. Lasst mich nur allein. Ich kann mich ja dann selbst umrühren. Tja, wenn Sie Qualität suchen, hat Ihre Suche ein Ende. Das wollte ich hören. Sagen Sie mal, wie sicher ist so ein Panzer? Was für eine intelligente Frage. 10 Zentimeter verstärkter Stahl schützt Ihre Tochter vor Kurzraketenangriffen. Ich verstehe. Und schützt der Wagen da drüben vor Raketen? Nein, tut er nicht. Aha, hast du gehört, Mac? Er schützt dich nicht vor Raketen, siehst du? Das sind die Fragen und deswegen bin ich hier. Peter, du spinnst. Das ist eine 30 Tonnen schwere Kriegsmaschine. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Haben Sie erwähnt, dass der Panzer ein Panzer ist? Gekauft. Lois, was machst du hier? Ich komme, weil ich dich zur Vernunft bringen will. Willst du das wirklich durchziehen? Ja, ich muss es tun. Für meine Familie. Wo soll ich sonst $20,000 herkriegen? Denk doch an dein wunderhübsches kleines Mädchen. Im Knast siehst du sie nicht groß werden. Jungs, legt das Geld zurück und kommt da raus. Was? Bist du übergeschnappt? Sag du's, Megatron. Tut, was ich befehle. Okay, okay, Gott. Und... Keine Bewegung! Ich warne Sie! Ich will Ihre Hände sehen! Ah!
Griffin Jr.? Mr. Griffin, Sie haben auf mich geschossen! Oh mein Gott! Peter, wo bist du? Okay, dann fange ich ohne dich mit Good Wife an. Puh, im Gegensatz zu dir hat's mich gerade nicht erwischt. Gut, hier kommt die Taktik. Ich bin betrunken und ich werf den Football zu fest auf meine Kinder. Oh, Dad, muss das denn wirken? Au! Nicht heulen, nicht heulen. Das Spiel ist vorbei, wenn du heulst. Ich will, dass du was über das Leben lernst, Chris, weil im Leben es so läuft. Wir können keinen lebenden Truthahn essen. Hör mir zu, ich kann das immer noch in Ordnung bringen und das werde ich. Bring mir ein Neunereisen und lass mich in das Haus gehen. Tja, Kumpel, das war's dann wohl. Wow, den Blick habe ich wohl missverstanden. Peter, lügst du etwa? Jetzt macht sie einen auf Doktor, Jungs. Hi, Lois. Quagmire lässt grüßen. Verdammt, Peter, du machst einen Angelausflug. Du hast versprochen, dass du heute mit meinen Eltern zu Mittag isst. Solange wir keine Sekretärin für unsere Termine haben, werden uns solche Dinge immer wieder durchrutschen. Ach, das wird meinen Eltern überhaupt nicht gefallen. Die sind immer noch sauer auf dich wegen unserer Hochzeit damals. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Sie küssen? Ich werde sie von vorn bis hinten durchnageln. Da ist sie, Leute. Die mit Abstand beste Achterbahn von ganz Quahog. Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman-Achterbahn. Verzeihung, Sir, hier gibt's eine Gewichtsobergrenze. Oh, wirklich? Und wo liegt die? Die Regel besagt, Sie dürfen nicht lustig auf diese Motorroller aussehen. Ah, tut mir leid, aber das geht gar nicht. Können wir unsere neuen Reisepässe haben? Mr. Griffin, so einfach ist es nicht. Ihre Familie muss einen Staatsbürgerschaftstest ablegen und wie jeder andere Ausländer einen Antrag stellen. Ausländer? Wir sind keine Ausländer. Tut mir leid, Mrs. Griffin, Sie haben nicht nur die Reisepässe vernichtet, sondern auch die Staatsbürgerschaft aufgegeben. Wann denn bitte? Oh, das habe ich in diesem italienischen sozialen Netzwerk gemacht. Shut up by your Facebook. Sünderin! Gerne! Schlampe! Ich bin wirklich krank. Sie sind hier nicht mehr willkommen, Lois Griffin. Aber Vater, ich bin ein aktives Kirchenmitglied, sag... Verlassen Sie das Haus Gottes! Aber ich liebe die Kirche. Sie ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Dann hätten Sie mal lieber nicht einen Porno gespielt. Oh, merkwürdig formuliert. Wieso? Entweder sagt man in einem Porno gespielt oder einen Porno gedreht, aber nicht einen Porno gespielt. Wenn du schwul bist und diese Scheidung willst, musst du nur eine Sache tun. Beweis es. Lass mich sehen, wie du mit einem Mann schläfst. Was? Du hast verstanden. Na schön, Chamis. Ich tue es. Wenn es nicht anders geht, dann werde ich mit einem anderen Mann schlafen. Sieh nur, Daddy! Unser Lehrer sagt, jedes Mal, wenn ein Glöckchen klingelt, schläft ein schwuler Mann mit einem anderen Schwulen. Wir werden dir eine andere Schule suchen. Heißt das, Dad wird für immer schwul bleiben? Das ist gut möglich. Das ist Scott. Oh, wer ist Scott? Mein Seelenfreund, Lois. Ich bin cool, ich bin schwul und bald bin ich weg, denn ich verlasse dich. Was? Tut mir leid, Lois. Ich kann einfach nicht mehr länger leugnen, wer ich bin. Ich bin Peter Griffin, homosexuell. Und so werde ich mein Leben ab jetzt leben. Chris, du bist jetzt der Mann hier im Haus. Erinnere dich an das, was du von mir gelernt hast und führe diesen Haushalt so gut du kannst. Das werde ich, Dad! Oh Gott, was zum Teufel ist das? Siehst du, siehst verstört aus. Komm, lass mich dich umarmen. Ah, bleib weg von mir, du Gremlin. Nein! Warum kraulst du mir nicht den Bauch? Deine Haut ist so schwabbelig und faltig. Es fühlt sich an, als ob ich eine Plastiktüte mit Hühnerknochen in der Hand habe. Warum hast du nur so viele Nippel? Du willst wissen, wie man Frauen rumkriegt? Dazu muss man nur einen Ort beobachten. Pass auf. Das werde ich auf keinen Fall tun, Glenn. Flipp nicht aus, Täubchen. Man muss offen bleiben. Du bist ja krank im Kopf. Hey, nicht so laut. Ich will nicht, dass meine Nachbarn eine fette alte Nutte in meinem Vorgarten sehen, die mich anschreit. Nutte? Vielleicht komme ich lieber wieder rein. Ja, ist wohl besser. Herr im Himmel, warum zum Teufel reagiert sie positiv auf eine so negative Äußerung? Wobei,
Brian, stehen Frauen womöglich darauf, wenn man sie wie Dreck behandelt? Peter, heute kommen ein Haufen Gäste und sie erwarten einen Truthahn. Tja, wenn die Geflügel erwarten, lege ich eine Roadrunner-DVD ein. Miep, miep, ja. Du besorgst mit Brian einen neuen Truthahn sofort und wagt es nicht, ohne einen zurückzukommen. Keine Sorge, das machen wir. Wir sind schneller mit einem Truthahn zurück, als du Jack Robinson sagen kannst. Jack Ein Schlaganfall hat den Gehirnteil abgetötet, mit dem sie Jack Robinson sagt, wir haben Zeit. Peter sieht ein, ohne Quagmire sind wir langweilig. Er hatte immer die witzigen Ideen. Er hat mich sogar zum Parasailing mitgenommen. Das ist der Hammer, als ob ich fliegen würde. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Oh, wenn ich doch nur ein paar Beine hätte. Oh, klasse. Es war meine Fischhälfte, die sie wollte. Jetzt, da sie freigesprochen wurden, können sie uns etwas über ihre Zukunftspläne verraten? Oh, ich weiß nicht. Vermutlich bleibe ich einfach Bürgermeister dieser tollen Stadt. Und das gehört auch zu meiner Traumsequenz. Au! Spinnst du? Das tut echt weh. Nein, tut es nicht. Das mache ich schon seit Ewigkeiten mit meinem Sohn. Du wirkst deinen Sohn? Das ist doch krank. Kein Wunder, dass er fett und blöd ist und die ganze Zeit masturbiert. Das ist dein Sohn. Am besten wehrt man sich gegen einen Schlägertyp, indem man sich mit ihm anfreundet. Seht zu und lernt. Hey, was geht ab, mein Freund? Wenn du jemals eine Einweisung in die örtliche Brautszene brauchst, dann frag mich. Ja, mach ich gern. Saugeil! Habt ihr Leute kein Badespielzeug? Hier, ein Rassel. Das ist verschreibungspflichtige Medizin und auf dem Etikett steht nicht mal ihr Name. Was ist das? Was ist hier drin? Ist Jambohne. Jambohne? Und was ist... Das ist ja ein Hühnerbein. Soll das hier etwa eine Suppe werden? Für Quinceañera, große Party, viele Menschen. Oh mein Gott. Ei und Perro aquí. Hundi es aquí. Lasst mich nur allein, ich kann mich ja dann selbst umrühren. Tja, wenn Sie Qualität suchen, hat Ihre Suche ein Ende. Das wollte ich hören. Sagen Sie mal, wie sicher ist so ein Panzer? Was für eine intelligente Frage. 10 Zentimeter verstärkter Stahl schützt Ihre Tochter vor Kurzraketenangriffen. Ich verstehe. Und schützt der Wagen da drüben vor Raketen? Nein, tut er nicht. Aha, hast du gehört, Meg? Er schützt dich nicht vor Raketen, siehst du? Das sind die Fragen und deswegen bin ich hier. Peter, du spinnst. Das ist eine 30 Tonnen schwere Kriegsmaschine. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hab ich erwähnt, dass der Panzer ein Panzer ist? Gekauft. Bring es zu Ende. Was machst du hier? Ich komme, weil ich dich zur Vernunft bringen will. Willst du das wirklich durchziehen? Ja, ich muss es tun. Für meine Familie. Wo soll ich sonst $20,000 herkriegen? Denk doch an dein wunderhübsches kleines Mädchen. Im Knast siehst du sie nicht groß werden. Jungs, leg das Geld zurück und kommt da raus. Was? Bist du übergeschnappt? Sag du's, Megatron. Tut, was ich befehle. Okay, okay, Gott. Und was mache ich jetzt mit meinem Arm? Ich renke ihn wieder ein. Unter gar keinen Umständen. Ich muss in ein Krankenhaus. Brian, ist Dewey bei dir? Mom! Wir sind hier. Er macht ein Nickerchen. Ganz ruhig, ich renke ihn wieder ein. Geh schon rein, komm schon, halt still, Dewey. Ich kann nicht sagen, dass ich Schmerzen mag. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Diese Schlaganfallnummer nervt total. Und das ist alles nur deine Schuld, McBurger Town. Und die deiner leckeren...
Hamburger. Wenn ich doch bloß auf irgendeine Weise schaffen könnte, wieder so zu sein wie alle anderen. Stammzellenforschung. Wie lange bin ich da drin gewesen? Etwa 5 Minuten. Wieso wird das nicht subventioniert? Hi, ich bin James Woods. Sie kennen mich vielleicht als Schauspieler, der es gern mit jungen Freundinnen treibt, oder? Aus dem Film Salvador. Aber heute begleite ich Sie bei einem Einblick hinter die Kulissen von Family Guy. Zum ersten Mal werden Sie erleben, wie eine typische Produktionswoche für die 11th beliebteste Fernsehfamilie abläuft. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Inside Family Guy. Sag mal, wohnt ein Bürger bei uns? Peter, da steht Bürger. Oh, echt schade, das wäre toll gewesen. Sieh nur, Peter, das ist vom Nachlassverwalter deiner Mutter. Offensichtlich haben sie endlich ihr Haus verkauft. Und der letzte weiße Dominostein in diesem Viertel ist gefallen. Sie haben es verkauft? Also bedeutet das, das Haus und alles, was drin war, ist weg? Ach, Liebling, denkst du an all die schönen Dinge, die du da drin erlebt hast? Nein, ich denke an meine Teenager-Pornosammlung. Die ist noch in dem Haus versteckt. Was zum Teufel ist mit unserem Thanksgiving-Truthahn passiert? Ach das, gestern waren Brian und ich besoffen und haben den Truthahn gegessen. Aber bevor du sauer wirst, wir haben auch den Salat gegessen. Verdammt, wie konntet ihr sowas tun? Ich muss echt zugewiesen sein, ich erinnere mich an nichts. Kein Problem, Instagram erinnert sich für dich. Ah, hey Briefträger. Ich? Nein, der andere Schwarze in kurzen Hosen hier. Also, Sie, Sir, sind ein Rassist und noch dazu ein Unhöflicher. Sie sind kein Briefträger. Okay, ich bin Briefträger, aber das sind meine 1983er Shorts von Maurice Cheeks. Stellen Sie den Brief zu oder nicht? Ich mach's. Ich hab einen Eid geschworen. Wenn Post mich berührt, muss ich sie zustellen. Das ist nass und kalt! Klar, das ist mein Taschentuch. Ich habe den ganzen Tag reingeschneuzt. Moment mal, er ist schuld an deiner Behinderung? Du hast immer gesagt, du bist bei einem Kampf mit dem Grinch vom Dach gefallen. Ich hab gelogen. Weil ich mich dafür geschämt habe, was wirklich passiert ist. Ich habe einen Kriminellen entkommen lassen. Erzähl's uns. Es war 1996. Briggs war einer der größten Heroin-Dealer östlich von Providence. Da ist zwar nur offenes Meer, aber trotzdem. Okay, ich lass es mir gern mit der Hand machen. Hi, ich bin Brian. Ja, ich stehe auf Wortspiele. Sie sind echt witzig. Ich bin Tori. Auf der Highschool hat mich ein Auto angefahren, also muss ich nicht arbeiten. Gut. Hey, wie sieht der Nachmittag aus? Ich hab noch nichts vor. Vielleicht könnten wir essen gehen und sehen, was dann passiert. Ugh, das wird kein gutes Ende nehmen, so wie wenn man eine Artischocke isst. Herr im Himmel, ich habe nichts gegessen und bin trotzdem komplett vollgesaut. Du solltest das verstehen, du hast einen zurückgebliebenen Mann. Hä? Du hast einen zurückgebliebenen Mann? Igitt, 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 was ist das? Brian, steht Marlon Brando etwa hinter mir? Hey Pferdchen, willst du ein Stück Zucker? Oh, oh Gott, Brian, nein! Okay, was habt ihr unserer Truppe zu bieten? Ihr hippen Jungs, die ihr eine Sprache sprecht, die fast die unsere ist. Mit uns kann man bei einem abgeschreckten Hangaround einen lolligen Lachkick schieben. Klar, du Checker, wir haben keinen Bock auf Quanzen. Wir wollten gestern in dem Club rummonken. Oh, die haben uns voll evil vor dem Club warten lassen. Aber als wir die schwarze Blubberbacke von Türsteher befriendet hatten, war alles Taco. Was zum Teufel? Mom! Das bin ich, Mom! Oh ja, das ist ein Baby. Ein großer Babyballon. Und du bist auch ein Baby. Nein, das bin ich. Das bin ich als Ballon. Peter, sieh dir das an. Er hat ein Baby gesehen und weiß, dass er auch ein Baby ist. So ein kluger, Mamas kluger Junge. Ah, sieh dir Quagmire an. 1,5 Jahre ist es her und er fühlt sich immer noch unwohl wegen seines Vaters. Das ist auch eine große Umstellung. Immerhin hat sein Vater eine Geschlechtsumwandlung machen lassen. Weißt du wirklich, dass ich hier ein Boot finde, Joe? Oh ja, du ahnst ja nicht, was wir bei diesen Verbrechern beschlagnahmen. Willkommen. Wir eröffnen unsere heutige Versteigerung mit diesem Schlüpfer, beschlagnahmt von einer Prostituierten. 50 Mäuse! Sie hatte 9 Geschlechtskrankheiten. 45 Mäuse! Bei ihrer Verhaftung hat sie in die Hose gemacht. 50 Mäuse! Entschuldigung bitte, versteigern Sie auch etwas, was nicht so ekelhaft ist? Ich habe einen Freund, der dir vielleicht bei der Veröffentlichung helfen könnte. Du hast einen Freund im Verlagswesen und du hast es mir nie gesagt? Er ist praktisch ein neuer Freund. Wer ist es? Ich glaube, das willst du nicht so genau wissen. Sagen wir einfach, er ist ein Freund im Verlagswesen und er ruft jeden Donnerstag an. Da wären wir, Kinder. Columbus, Ohio. Und vergesst nicht, in diesem Staat darf jeder Stretchhosen tragen, also werdet ihr ziemlich schockierendes Zeug sehen. Brian, fahren wir in die Ferien? Ja. Yeah. Oh. Sind wir Gesindel? Denk schon. Oh. Ma,
warm. Oh mein Gott, stell dir vor! Meine Güte, du hast mich zu Tode erschreckt! Ich sollte doch diesen Aufsatz über Hoffnung schreiben. Der Rektor sagte, es war der Beste der Klasse und ich soll ihn laut vorlesen, um den Präsidenten zu begrüßen. Oh, Chris, das ist unglaublich. Weißt du noch, wie ich immer zur Schule gekommen bin und dir den Hintern abgewischt habe und sagte, eines Tages wird noch was aus dir? Das war ein großes Jahr für uns. Wow, wenn er noch so einen coolen Spruch bringt, dann nehmen wir ihn auch. Ich trage langärmelige Shirts unter kurzärmeligen Shirts unter langärmeligen Shirts. Wow, du bist Mann, echt Alter, voll. Du bringst es voll. Du hast meinen Teenager-Zynismus echt getoppt. Ausgezeichnet, die Kids finden mich besser als Will Smith mit seinem politisch korrekten Rap. Hier sind deine Fotos, Lois. Die sind wirklich umwerfend. Danke. Ich will eine Laufbahn als Model starten. Das ist fantastisch. Oh, hey, hey, verschwinden Sie. Hey, na los, raus hier. Ich hab niemandem was getan. Machen Sie einen Abgang. Tief in Ihrem Inneren sind Sie mein Freund. Nee. Dieser Tauberschmutzfink wird mich endgültig ruinieren, als ob das Geschäft nicht schon schlecht genug ginge. Na ja, hast du dir schon mal überlegt, einen Flyer rauszugeben? Ich wüsste da... Brian Griffin? Ja, das bin ich. Bitteschön. Ja! Oh Gott! Was ist in der Schachtel, Brian? Ich hab dich voll erwischt. Es geht mir nicht gut, ich will ihn zurück. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist echt übel. Ganz ruhig, Freunde, versuchen wir uns zu entspannen. Ich fühle mich nicht sehr gut. Oh Gott, das ist Cleveland, er ist es. Schnauze, vielleicht bist du es. Zum Teufel kommt die ganze Haut auf meinen Arm. Meier, zieh deine Haut wieder an, einer von uns wird gleich ausflippen. Oh, tja, dann hab... ich mir umsonst Sorgen gemacht. Keinen interessiert das, wenn ein Hund getötet wird. Ich könnte es tun, Brian. Ich könnte es tun und niemand würde was sagen. Ich könnte dir das Hirn rausblasen und sie würden mir zujubeln. Was? Das war nur ein Witz. Das würde keine Sau interessieren. Ich habe alles versucht, Lou. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Ich habe sogar Blumen geschickt. Sie wird mich melden und ich werde rausfliegen. Was soll ich tun? Das, was ich tue, wenn die Leute keine Miete zahlen. Schieb ihr Drogen unter und ruf die Bullen. Ich weiß nicht. Ich bin zwar pleite, aber es ist doch beschissen, jemandem so etwas anzutun. Dann muss ich dich rauswerfen. Okay, gut. Aber wo kriege ich Drogen her? Ich habe den Kofferraum voll Koks. Komm mit zu meinem Auto. Wow. Seltsam. Also, was machen wir jetzt? Das kann ich dir sagen. Rush-Konzert! Aber er ist so einsam. Nein, er macht nur auf einsam und sagt, er sei Jungfrau, um die Ehefrauen von Typen abzugreifen. Hat er Ihnen diese triste kleine Wohnung gezeigt? Der wohnt gar nicht dort. Da lagert er nur Kunstwerke, die er auf Kreuzfahrten gekauft hat. Oh mein Gott, was habe ich getan? Vielleicht ist es noch nicht zu spät und du kannst sie aufhalten. Wo sind sie? Im Barrington Hotel. Nichts wie hin, Jungs. Ich habe gerade Nachos bestellt, aber viel Glück. Nun folgt der rutschige, stiefellose Lauf durch den Schnee zu meinem Wagen. Hallo, ich möchte ins Stadion von Cohawk. Okay, lieber Klimaanlage an oder Fenster offen? Warum nicht beides? Ziemlich gut, oder? Der Wahnsinn, der totale Wahnsinn! Danke, Sie geniale Person! Gern geschehen. Hey, waren Sie schon mal in einem heißen Whirlpool, während es geschneit hat? Was? Darf ich Sie bitten, jetzt die Nationalhymne der Vereinigten Staaten zu singen? Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. And I will always love you. Ausziehen, Mädels. Zeigt mir, ob meine richtig aussehen. Wir haben schon in der ganzen Stadt gesucht. Gucken wir hier auch. Hier kommen ein Dollarnoten zum Sterben hin. Warte, Grandpa, sieh nur! Das glaub ich nicht. Oh nein, jetzt werden wir den Dollar nie finden. Warte, ich habe eine Idee. Darauf aus, mich zu amüsieren, dass ich dir alles kaputt gemacht habe. Oh oh, wir bekommen Gesellschaft. Ich glaube, diesmal sind es deine Fans. Ist das eine Wölbung oder eine Delle? Hey Brian, könntest du kurz mal herkommen? Klar, was ist los? Du bist doch sehr belesen, oder? Nun ja, ich muss sagen, wenn ich meinen Günther lese, bin ich immer voll Gras drauf. Schnauze! Tja, weißt du, ich habe einen Roman über diese drei Typen gelesen, die sind Schweine. Und die beschließen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Also das eine fängt an und baut sein Haus aus Stroh. Aber wie zum Teufel baut man ein Haus aus Stroh? Und die drei Schweine, die zusammenleben, schwul. Echt, genauso wie der Wolf. Er jagt die Schweine und kann nicht aufhören zu blasen. Na komm schon, worauf wartest du, Griffin? Nein, Liam,
Ich werde ihren dämlichen Scheiß nicht mehr machen. Und ich habe Ihnen noch was zu sagen. Ihre Story in dem Film Tatsächlich Liebe ist die zweitschlechteste. Nimm das lieber zurück. Es ist unglaubwürdig, dass Ihr Sohn in so kurzer Zeit Schlagzeug lernen kann. Oh, das reicht jetzt. Nur noch Gefühl. Aber wenn ich die Augen zumache, verschwindet ihr alle und ich habe Angst davor, allein zu sein. Keine Angst, Peter. Jungs. Wir sind hier. Wirf jetzt. Oh mein Gott, ich habe getroffen? Klar. Voll rein. Hammer gut. Ja, ich habe mich noch nie so mächtig gefühlt. Ich werde jetzt schwitzigen Tagessex mit meiner Frau haben. Kater, du hast den heiligen Gral der modernen Medizin entdeckt. Warum willst du ihn bloß geheim halten? Das sag ich dir, weil die Behandlung einer Krankheit viel mehr Geld einbringt als die Heilung. Warum jemanden an einem Tag heilen, wenn man ihn ein Leben lang behandeln und ihm alles berechnen kann? Das ist doch Wahnsinn. Brian, hier drin ist es so kalt. Sieh dir mal meine Nippel an. Die sind fast wie die einer Frau. Oh, guck doch, ich zieh dran und jetzt werden sie noch größer. Danke fürs Babysitten, Mac. In ein paar Stunden sind wir zurück. Ich verstehe nicht, warum ich auf Stewie aufpassen muss. Ich meine echt, was kann er schon anstellen, wenn wir ihn allein lassen? Und jetzt teste ich meine Teleportationskabinen. Oh, verdammt! Ich bin ein Monster! Was war's zum... Du hast du draufgedrückt, wo ist meine Tabelle? Wie hättest du das zu Ende gebracht, wenn ich nicht reingekommen wäre? Es gibt nichts Schlimmeres, als vor Thanksgiving Lebensmittel zu kaufen. Ja, so hört sich der Truthahn einer reichen Familie an. Es sind noch ganz viele Lebensmittel im Auto. Ist ja kein Wettrennen. Mach eine Pause. Wenn du wüsstest, wie nah wir letztes Jahr dran waren, dich einschläfern zu lassen. Zum letzten Mal, ich will es nicht. Ich wette, wenn Joey ihn dir geben würde, würdest du ihn nehmen. Zieh ihn da nicht mit rein. Joey war ein guter Junge. Oh ja, ja, Joey war ein guter Junge. Glaubst du, er hat 100 Riesen im Jahr mit Nasenbohren verdient? Fang nicht damit an. Er war eine Ratte, Ma. Ich will das nicht hören. Ich werde das nicht hören. Er war ein echt... Oh mein Gott, die Bachelorette kommt hierher nach Kauhock. Das ist echt voll meine Lieblings. Wie kannst du diesen Mist ansehen? Da ist doch nichts echter. Es ist alles inszeniert. Da werden menschliche Beziehungen in den Schmutz gezogen. Das ist vielleicht die Chance für Cleveland, seine Traumprinzessin zu finden. Das muss ich ihm sagen. Hey, Cleveland! Joe. Oh, entschuldige, hab mich verwählt. Ich wollte Cleveland anrufen. Nein, nein, ich wollte ihm nur etwas sagen. Nein, nein, mit dir würde ich auch gern reden. Bist du immer noch sauer auf Dad wegen gestern? Irgendwie schon. Wir haben dieses Mittagessen vor 2 Wochen geplant. Aber er hat versprochen, heute Nachmittag mit mir Blumen auf das Grab meiner Großmutter zu legen. Also kann ich ihm verzeihen. Peter, gehen wir... Oh, natürlich. So schlimm wird's schon nicht gewesen sein. Oh doch, es war furchtbar. Alle hatten irgendeinen wichtigen Beruf und waren viel erfolgreicher als ich. Jetzt hör aber auf, du hast doch wirklich einen wunderbaren Beruf. Ja, und soweit ich das beurteilen kann... Machst du den sehr gut. Peter, wenn du nicht zufrieden bist, dann sei einfach aktiver. Lade Mr. Weed zum Essen ein und zeig ihm, was du der Firma zu bieten hast. Ja, das könnte ich machen. Ich hoffe nur, dass das gut geht. Mit Essensgästen haben wir immer Pech. Erinnerst du dich, wie Margot Kidder hier war? Du kannst mit deinem Auto da nicht rüberspringen. Du wirst dir wehtun. Ich komme auch nicht zu Burger King und sag dir, wie du deinen Job zu machen hast. Ich arbeite nicht bei Burger... Ich arbeite nicht bei... Ich hab zu tun. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich muss dem Tod ins Auge sehen. David Hasselhoff nach seinem Morgendrink am Steuer hätte das auch nicht besser machen können. Und? Meg? Wie war's in der Schule? Oh, fürchterlich! Am Freitag ist ein Ball in der Schule und keiner will mit mir hingehen. Sogar meine Notbegleitung hat was anderes vor. Hi, Jimmy. Ich habe gehört, du hast noch keine Begleitung für Freitag. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen auf den Ball gehen. Warte kurz. Oh, Überraschung. Diesen Schlaganfall nur mal nervt total. Und das ist alles nur deine Schuld, McBurger Town. Und die deiner leckeren Hamburger. Ich schwöre euch, ich räche mich eines Tages für das, was ihr mir angetan habt. Und dem Freund von Popeye. Wenn du mir heute einen Hamburger kaufst, gebe ich dir das Geld am Dienstag zurück. Danke, dass Sie unseretwegen früher reingekommen sind, Dr. Hartman. Oh, kein Problem. Ich habe ja mal gearbeitet. Was? Zum Glück sieht Stewies Hand unverletzt aus. Oh, hey, High Five. Ah, da Sie gerade hier sind. Stewie hat seine Impfungen noch nicht alle machen lassen. Sollen wir das erledigen? Naja, das wäre wohl gut. Oh, aber davor bin ich verpflichtet, Ihnen dieses Merkblatt über Impfrisiken zu geben. Vielleicht kann man die reparieren.
Nein, die Röhre ist kaputt. Das sind 145er. Ich brauche eine 180er. Vielleicht hätte ich doch eine 145er gebraucht. Ausgezeichnet. Verdammt, es muss wohl an der Fassung liegen. Peter, hast du Stewie Speedy Gonzales Video gesehen? Er kann ohne das Ding nicht einschlafen. Ich hab's weggeworfen. Was? Was fällt dir ein, Mann? Ich werfe deinen Kram doch auch nicht weg. Und wo ist mein Ziegenbock? Aber warum hast du das nur getan? Weil Speedy Gonzales Einwanderer ist und einen schlechten Einfluss auf die Kinder hat. Aber ich habe einen amerikanischen Ersatz entwickelt. Rapid Dave. Jetzt hab ich dich, Maus. Ach ja? Leck mich doch, Katze. Auf geht's, auf geht's. Ich bin die Stelle. Oh, Freude, der Tag kann beginnen. Guten Morgen, mein lieber Brian. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich zerquetsche dir die Eier und du erzählst alles sofort, oder wir verteilen es häppchenweise über den Tag. Ich will nicht darüber reden. Aber ich will. Also erzähl mir alles, was gestern passiert ist. Morgen, mein Süßer. Hi. Es hat mir total Spaß gemacht gestern Abend. Hey, wie wär's? Vielleicht trinken wir nachher einen Kaffee zusammen. Wohl eher nicht. Verfluchte Hände. Diesmal musst du den Kopf selbst hinhalten, mein Freund. Ich präsentiere dir die Tür. Hoho, Halalin, die Jagd ist eröffnet. Hoho, lauf, Forrest, lauf! Sind Sie die Frau, die das Megafon verkaufen will? Was? Nein. Ich bin hier drüben. Ach, verdammt, das scheint nicht zu funktionieren. Wundert's dich? Du kannst nicht einfach in einen Park gehen und langweilige Fakten verkünden. Du musst peppiger klingen, so wie ich damals als Barpianist mit arrhythmischen Texten. Das ist ein Song, den ich für meine hübsche Freundin geschrieben habe. Ihr Name ist Kim. Taylor, das sind meine Schwester Meg und unser Hund Brian. Freut mich sehr, ihr zwei. Wir finden sie nicht alle so toll. Ich kenne Dan Aykroyd. Tut mir leid, in welchem Provinzporno haben Sie mitgespielt? Du Hund, sei freundlich! Okay, gut, wir sollten jetzt wohl gehen. Es war sehr nett, Sie kennenzulernen, bis auf das Mädchen und den Hund. Entschuldige meine Familie. Du musst dich nicht entschuldigen, die sind doch nett. Das würdest du nicht sagen, wenn du uns im Kino erleben würdest. Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Wir haben eine geile Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil, dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Ach, Mr. Tucker, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Ihre Augen... Augenblick, ich muss Peter Jennings anrufen und unseren Golftermin verlegen. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich wünschte, du würdest nicht so viel trinken. Hör auf, meine Drinks zu zählen. Und jetzt verpasse ich dir erstmal einen Schlag. Au, Cops, nein. Ja, da hast du's, Bitch. Und jetzt bist du dran. Gott, hier ist es noch schlimmer als bei Witwe Douglas. Ich muss hier raus. Wir sind direkt auf Kurs, Leute. Gib mir noch ein Bier. Ach, das sind die seltenen Momente. Wir vier hier draußen auf See, Meilen entfernt von der Zivilisation, und wir saufen Bier. Ist in Ewigkeit. Hey, hey, Freunde, ich habe eine Frage. Angenommen, keiner von uns wäre verheiratet und könnte jede Frau auf der Welt haben. Wer wäre das? Muriel Hemingway. Finde ich aber keine besonders gute Wahl. Die wirkt so. Wenn du glaubst, dass du mich los wirst, wirst du gleich ein verrücktes Lachen hören. Oh, oh, alles hier fühlt sich so fantastisch an. Oh, diese Klamotten. Hallo? Hi, Name bitte. Neil Goldman. Goldman, Goldman, bedauere, kein Neil Goldman. Oh, das tut mir leid, ich wollte sagen Chris Griffin. Griffin, Griffin, oh, ich hab's. Hier steht, Sie arbeiten am Empfang. Dann brauchen Sie das. Name bitte? Chris Griffin. Griffin, Griffin, tut mir leid, Sir, Chris Griffin ist bereits da. Ich kann es sagen, Dad, nur dann, wenn deine schlimmsten Ängste wahr werden, hast du die Chance zu erfahren, wie stark du wirklich bist. Dann stehe ich wohl davor, etwas zu lernen. Ich liebe dich, Sohn. Ich liebe dich auch, Dad.
Joe, nur eine Frage. Warum hast du so viele Actionfiguren? Weil ich jedes Mal, wenn ich mein Gemüse aufesse, eine zur Belohnung bekomme. Ich mag alles. Eingeschlossen Ginger Ale. Psst, so bestelle ich immer mein Ginger Ale. Tut mir leid, dass ich nicht mehr bezahle, aber das Geschäft läuft schlecht. Ich will den Laden verkaufen. Das können Sie doch nicht machen. In den meisten Clubs gibt's keine echte Musik mehr. Wollt ihr ihn kaufen? Ich gebe ihn euch günstig. Ja, das wäre gar keine schlechte Idee. Ja, wir könnten die Bude auf Vordermann bringen. Das wird ein größerer Erfolg als das Apollo-Theater.